Absolut. Ich würde jetzt einfach mal ein Bild weitermachen. Ich weiß gar nicht, was jetzt genau kommt. Ich mache mal einfach. Ach, guck mal, das ist vom Andreas. Das sieht mir nach einem Maskenprojekt aus. Das, ja, Projektchen. Ne? Als ich habe das ja erst heute Morgen gelesen, dass ich ein Bild raussuchen muss. Das war dann relativ schnell klar, dass es das wird. Weil es für mich natürlich das Jahr am besten repräsentiert, logischerweise. Ich habe naheliegend wäre auch gewesen, dass das Coverbild von Alicia, was ja auf Black is the Cover, das Cover ist, Black is the Color, aber das kennt eh jeder und das wollte ich jetzt nicht auch noch mal aufwärmen, weil das war sicherlich ein Highlight. Das hier ist halt entstanden in der ganz kurzen Zeit, wo ich dies Jahr überhaupt fotografiert habe. Also ich habe zwischen Februar und August nicht fotografiert und dann eigentlich seit September nicht mehr. Mit Ausnahme des Projekts auf Föhr, wo wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber sprechen. Ich hatte dann in relativ kurzer Zeit im August ein paar liebe Menschen bei mir im Atelier. Da hatte sich so ein bisschen was aufgestaut, logischerweise. Und dann habe ich gesagt, okay, da machen wir, wir haben vor allen Dingen viel gequatscht, wie immer, machen wir ein paar Porträts mit und ohne Maske. Und ich fand die dann, also ich wusste nicht so richtig, ob da vielleicht ein längeres Projekt raus wird. Das war für was Längeres angedacht, aber dann kam ja schon wieder die nächste Corona-Krise, der nächste Mini-Lockdown und dann muss ich auch noch für. Und also insgesamt sind es, glaube ich, 7 oder 8 Menschen gewesen, die ich so fotografiert habe. Ich hatte vor, auf Usedom beim Meetup etwas davon zu zeigen, aber wie gesagt, hätte, hätte. Ja, unschwer zu erkennen, das ist einmal Mary und Herbert von links nach rechts und ganz rechts ist die Juliane. Ist interessanterweise, das ist aber Zufall, sind die alle aus der gleichen Region, aus der Bielefelder Region. Herbert und Marie haben mich besucht, da haben wir ein bisschen über ihr Bildbandprojekt gequatscht. Also die beiden haben ja zusammen ein Bildband gemacht, der heißt Along Comes Mary. Da haben die ja auch bei Startnext und Crowdfunding gemacht. Ich habe die da so ein bisschen unterstützt. Wir haben an dem Tag ein paar Fotos gemacht, auch Porträts, die sie dann für, wie sagt man, als Klappenprofilfoto quasi verwendet haben. Und also im Wesentlichen ging es eigentlich darum, dass wir so ein bisschen über ihr Projekt gesprochen haben und dann, ja, setzt mal Maske auf. Es sieht bei Herbert ein bisschen lustig aus, ne? Mit dem Bart. Ansonsten, warum finde ich, also hinterher habe ich festgestellt, dass mir diese Porträts besser gefallen, als ich ursprünglich selber dachte, weil man natürlich sehr schön sieht, wie Porträts, wie klassische Porträts, Kopfbilder funktionieren, nämlich über die Augen. Ne? Dass das eben auch trotz Maske ja sehr, sehr faszinierend ist, sich das anzuschauen, wenn man und wie unterschiedlich das eben ist. Bei Herbert relativ typisch, der, wenn der in die Kamera schaut, dann zieht er immer eine Augenbraue leicht nach oben, ganz witzig, also daran wäre er sowieso zu erkennen. Mary hat so das typische, diese typische Asymmetrie bei den Augen, die ich unglaublich mag, bei in Gesichtern. Und Juliane, und ich fand eben, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe die dann unkommentiert, weil ich ja nie meine Bilder irgendwie auf Instagram erkläre, habe ich in loser Reihenfolge diese drei Bilder innerhalb von 5, 6 Tagen gezeigt. Und die Reaktionen waren halt ganz spannend. Nämlich, dass es durchaus auch negative Reaktionen gab. Also die gingen von, was soll das? Bis hin so ein Scheiß, Scheiß Corona, Scheiß Masken, warum muss man das jetzt auch noch fotografieren, ne? So das Thema, also da waren wir schon wieder so in diesem Diskurs und witzigerweise haben die wenigsten eigentlich so ein bisschen einfach nur das so genommen, wie es gedacht war, eben als Porträt mit dem Fokus auf den Augen. Und der Fokus liegt jetzt einfach durch die Masken noch mehr auf den Augen noch als mehr. Schon. Ne? Das ist eigentlich die ganze Geschichte dahinter. Mehr ist es nicht. Mehr sollte es auch nicht sein. Es ist keine Werbekampagne gewesen für das Maskentragen, auch wenn ich von Beginn an der Pandemie ein Verfechter davon bin, das Scheißding zu tragen, auch wenn es mir selber auf den Sack geht. Aber wenn es denn am Ende des Tages hilft,
das Ding, die Pandemie ein bisschen schneller zu beenden, dann, dann ist das ein relativ kleines Übel, würde ich sagen. Mhm. Ne? Ja, sehr, sehr cool. Ja. Ich nutze mal den Moment, um einen weiteren Gast begrüßen zu können, der sich ganz stickumheimlich eingeschrieben hat. Ich habe das gar nicht bemerkt. Ich sah auf einmal hier Teilnehmer 7 bei mir in der Liste und denke so, Moment mal, wir waren doch gerade noch zu 6 und sagen Hallo an den Ralf Scherer, unseren lieben Kollegen Ralle. Ja, toll, dass du es noch geschafft hast, nach deiner Schicht dich noch hier in unsere kleine Runde zu begeben. Auch an dich die Frage, wie ist die Lage? Geht's gut? Schicht gut hinter dich gebracht? Ja, ich sag mal Hallo zusammen. Könnt ihr mich alle gut verstehen? Ja, natürlich. Wunderbar. Trotz meiner einfachen Mikros hier, aber reicht, glaube ich, ne? Ja, ich bin gerade ein bisschen fertig, ehrlich gesagt. Ich muss erst mal ein bisschen runterkommen irgendwie so. Das glaube ich. Wie lange ist eine Schicht bei dir? Wie lange musst du so arbeiten? Ja, also 20 nach 1 fängt bei uns die Übergabe an. Und 10 nach 9 ist dann Feierabend. Und ja, so lange Zeit. Das war auch richtig heftig heute, also muss ich echt sagen. Also bei uns ist gerade wirklich Wahnsinn, echt. Habe eigentlich schon eine Menge da erlebt in 25 Jahren. Aber ich merke halt auch im Moment, das Arbeitsaufkommen und die isolierten Patienten, die Covid-Patienten, und ich bin nicht mehr der Jüngste, das kommt halt alles zusammen, ne? Und also ist es so, Ralle, dass ihr voll seid und mega Pflegebedarf da ist eben halt, ne? Ja, kann man sagen. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub gehabt und bin heute wieder angefangen, und das war sofort volle Pulle irgendwie, ne? Eigentlich bin ich ein alter Hase, aber ich merke halt einfach, das ist nicht ohne, echt. Ich habe heute, ich kann das ja ruhig erzählen, also ich sage ja keinen Namen oder irgendwas. Heute habe ich ein Covid-Pärchen gepflegt, ein älteres Paar. Mhm. Die sind halt beide infiziert und sind in einem Zimmer isoliert. Und die hatte ich dann heute. Wie habe ich mich gekümmert, unter anderem. Ja, so ist das. Aber ich kann nicht beruhigen, Ralf, zumindest insofern, um das ein bisschen mit einem Augenzwinker zumindest zu sagen, wir haben das Thema, man wird älter, auch schon mit Robin heute durchdiskutiert, weißt du? Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, du kannst es dir im Nachhinein noch anhören. So ist das. Alles gut. Dann groove dich erstmal ein bisschen hier ein. Ja, ich brauche erstmal was zu trinken. Irgendwie, ich bin ausgetrocknet ohne Ende. Ja, und ich das glaube ich dir. Und lehne mich mal ein bisschen zurück. Komm erstmal. Alles das cool. Das Gute ist, wir sind in der Rubrik angekommen, Bilder des Jahres. Du hast ja auch einen Beitrag beigesteuert. Und hier in der Reihenfolge ist sowieso ohnehin der liebe André jetzt dran. Und deswegen mache ich jetzt mal ganz schnell auf dem Wege die Bildschirmfreigabe. Zack, auf den Desktop. André hatte auch sich nicht 100% entscheiden können. Deswegen haben wir an der Stelle, seht ihr das schon? Nee, Moment. Warte mal, Bildschirmfrei, entschuldige. Desktop 2, jawohl. Jetzt habt ihr das aber, ne? Yep. Ja. Genau. Und André konnte sich nicht ganz entscheiden. Ich persönlich finde es klar, das Foto des Jahres, aber ich bin auch befangen quasi aus Podcaster-Sicht. Was soll ich erstmal sagen? Ist meine Tochter. Natürlich klar. So. Gut, dass die Tochter viel von der Mutter mitbekommen hat. Also, das Bild habe ich schon geschlossen. Für mich ist es auch das Bild des Jahres auf jeden Fall. Das andere Bild, was ich noch mitgeschickt habe, ist eigentlich die Geschichte des Jahres, die dahinter. Das kommt als nächstes. Ja, aber das ist natürlich, also wer die Dame nicht kennt, ist die liebe Tochter von Carsten. Und ich hatte halt mitbekommen, dass sie 400-Meter-Läuferin ist, wenn das richtig ist. Ja. Gut. Und ich fotografiere für die Magazine zum Beispiel hier, zum Beispiel Erkenschwick erleben oder Recklinghausen erleben, Herten erleben. Und die haben in jeder Ausgabe am Anfang eine Doppelseite unter der Rubrik das Bild. Also da soll immer ein ganz besonderes Bild gezeigt werden.
Und jetzt hatte ich ja beim Fotografen oder Ruhrpott-Fotografen Stammtisch Emily kennengelernt und hatte dann der Redakteurin vorgeschlagen, ich habe eine Bildidee, wie ich sie fotografieren könnte, und habe ihr das kurz beschrieben. Sie sagte, ja, nehmen wir dann auf die Doppelseite. Sie sagte aber, Bedingung ist, das muss in euer Aktenschreck fotografiert werden. Jetzt gab es da die Problematik, dass wir da nicht auf die Bahn konnten. Und ich habe dann zu der Redakteurin gesagt, ich fotografiere sie so, dass man nicht erkennen kann, wo das Bild entstanden ist. Sie hat dann gesagt, okay, mach es erstmal, ich schaue es mir dann an. Und ja, dann bin ich halt mit Carsten und Emily nach Dortmund gefahren. Da ist das Rote Erde-Stadion und haben dann da das Bild gemacht. Ja. Und in der Redaktion, die waren natürlich baff, als sie das Ergebnis gesehen haben. Und von diesen ganzen 8 Magazinen, die hier im Kreis rauskommen, da sagte der Chefredakteur dann, das war so das beste Bild in den ganzen Ausgaben. Ja, und vielleicht der technische Hinweis dazu, warum es so lange gedauert hat. Wir hatten uns ja dann ein bisschen so gebrieft und der André wusste dann ja auch, worum es geht. Das heißt also, dieser Schuss ist ja, es ging ja nur immer aus dem Start raus. Aber hier darf man, glaube ich, alles beachten. Das ist die Körperhaltung, die Körperspannung, es ist die Arm- und die Handhaltung. Hier stimmt eigentlich alles. Und der Lichtschein vom Stativ, was hinter ihr steht. Und daran erkennt man jetzt auch mal ganz schön, wie konsequent der André in seiner Nicht-Nachbearbeitung ist. Jeder andere, glaube ich, von uns hätte das Stativ, was man an zwischen Emilys Brustkorb und Knie sieht, hätte das Stativ wegretuschiert. Nee, das Stativ stand da, das lange, hohe Stativ, und der andere lässt halt drin. Punkt. Guck mal, das fällt gar nicht als Stativ auf. Stative sind ja schon fast sein Markenzeichen. Ja. Also darf ich das mal aufgreifen, weil es eine Frage ist, die ich auch persönlich habe. Erklär doch mal bitte, André, warum du das drin gelassen hast. Weil mir persönlich geht es genau so. Ich sage das jetzt mal stellvertretend vielleicht für die Zuseher, die auch fragen, boah, wieso macht ihr das nicht weg? Was ist deine Intention dabei? Also meine Intention dabei ist, es stört nicht, weil der Fokus des Betrachters ist auf dem Gesicht oder auf der Läuferin. Vielleicht noch der Himmel, der sehr dramatisch ist. Aber was jetzt im Hintergrund ist, ob da jetzt ein Flutlichtmast steht, ob da vielleicht der Blitz steht, das ist vollkommen egal. Die ursprüngliche Idee war, dass ich den Blitz so stellen wollte, dass er genau vor diesem Flutlichtmast steht. Das Problem war jetzt nur, das ist natürlich ein sehr dynamischer Prozess, wenn die Emily da startet. Und ich musste quasi den Augenblick erwischen, wo sie aus dem Startblock rauskommt, die perfekte Handhaltung hat und wo ihr Körper oder ihr Kopf den Blitz hinter ihr abdeckt, damit der mir nicht in die Kamera reinkommt. Ja. Und das war halt die Herausforderung, so eine Aufnahme hinzukriegen. Und dann hatten wir die Bilder gemacht und ich war sehr zufrieden. Und dann fiel mir aber ein, ach ja, es ist ja von der Doppelseite. Ich muss sie eigentlich ein bisschen mehr nach links ins Bild drücken, sonst funktioniert es nicht. Sonst habe ich genau die Mittelkante oder der Mittelteil des Heftes läuft dann durch ihren Kopf. Und dann mussten wir das Ganze normal machen. Ja. Ja. Da kam Freude auf. Ja, und, ich wollte gerade sagen, mag die dich jetzt noch? Ich glaube ja, weil ich habe ihr dann Vergrößerungen gebracht und als sie die Bilder gesehen hat, war sie wirklich baff, glaube ich. Genau, ja. Wenn jemand die Technik interessiert, also ich habe hier Blitzer, oder? Den 600er Godox stehen, den ich auf volle Leistung gestellt hatte, dann links und rechts steht jeweils ein 200er Godox, da weiß ich jetzt die Blitzleistung nicht. Und keine Lichtformer verwendet. Das ist so das harte Licht, was von den Blitzen kommt. Bevor du das erzählst, André, du hast ja noch ein Behind-the-Scenes-Bild mitgeschickt. Das muss ich aber noch mal kurz aus dem E-Mail-Verlauf rausziehen. Ja. Darf ich da eine Frage zu stellen zu dem Bild? Das ist das, was mir spontan durch den Kopf ging, auch ausgehend von dem Stativ, was ich gesehen habe, ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, braucht es denn überhaupt dieses Licht?
Das wirst du gleich sehen. Gibt es das Bild auch, also stand das von Anfang an das Set so fest, ja, oder hast du es, du hast gar nicht dynamisch aufgebaut, so erst eins und dann zwei und dann drei? Okay. Also wie gesagt, ich hab dieses Bild im Kopf gehabt. Ja. Und wusste dadurch natürlich auch schon, durch meine Erfahrung, sage ich mal, wie ich die Lichter stellen muss, damit ich diese Bildwirkung erzielen kann. Mhm. André, ich nehme mal kurz den, ich habe das Bild jetzt hier gerade vorbereitet. Ja. Ich nutze mal kurz den Switch auf das Bild, um mich vom Robin zu verabschieden auf dem Wege, weil wir hatten vorher schon gesprochen, dass er nur begrenzt Zeit hat heute Abend. Sagen schon mal Dankeschön an der Stelle. Und möchtest du noch was sagen zum Schluss, Robin? Herzlichen Dank an euch. Herzlichen Dank für diese wirklich freundliche Runde. Also es war schön wie letztes Jahr auch. Also ich hoffe, dass wir es nächstes Jahr vielleicht dann wirklich mal wieder in Live-Runde hinkriegen. Das wäre natürlich echt riesig. An sich herzlichen Dank für den wirklich illustren Abend. Entschuldigt bitte, dass ich ein bisschen früher die Segel streichen muss. Ich hoffe, wir sehen, lesen, hören uns bald alle wieder mal. Und vor allen Dingen, bitte, 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 tut mir einen Gefallen, bleibt bitte alle gesund. Brav Masken tragen. Oh, alles Robin, kommt. Schöne Feiertage, schöne Weihnachten, bleib gesund. Ciao, Robin. Ciao. Und vielleicht noch einen kleinen Lifehack von mir, den ich gerade festgestellt habe. Wenn man wie ich mit so einem fantastischen Greenscreen arbeitet, dann muss man bei Zoom auch immer anklicken, Greenscreen-Option, dann sind die Kanten hier auch an meiner Frisur zum Beispiel viel flüssiger, als wenn du das nicht machst. Habe ich gerade festgestellt. Ich wundere mich die ganze Zeit schon, warum es so beknackt aussieht, weil es am Freitag hatten wir ja eh anders, aber ich habe das schon mal probiert mit dem Carsten, aber kannst du auch nicht wissen, sowas. So, und jetzt teile ich den Bildschirm und dann sehen wir Desktop 2, bam, das war das Setup ungefähr, oder? Genau, also das Bild hat der Carsten gemacht, es war auch noch sehr windig, er musste zwischendurch den Blitz festhalten, man sieht auch hinten an dem großen Stativ, dass sich das so ein bisschen nach rechts biegt. Und dann hat er aber zwischendurch ein paar Fotos gemacht, wie wir da das Bild quasi geschaffen haben. Vom Making-of, genau, Making-of-Bilder. Genau. Ja. Und da sieht man halt im Hintergrund den großen Godox-Blitz und dann rechts und links die 200er und Emily, wie sie halt da in dem Startblock hockt. Ich meine, diese Bildwirkung macht sie halt aus. Ne? Ich meine, du hast natürlich einerseits durch diese kurze Belichtungszeit, um sie einzufrieren, hast du natürlich bedingt, dass der Hintergrund wegsummt. Ja. Durch halt diese Wirkung, als wenn es Abend wäre. Ja. Und trotzdem im Moment eingefroren und mit den Lichtkanten. Das ist ja halt dieses spannende Spiel, glaube ich, was man bei dem Bild wirklich sieht. Und gerade wirklich, ich meine, und ich wäre wieder einer von denen, ich hätte natürlich auch das Stativ weggemacht. Aber dann wirft man automatisch die Frage auf, wo kommt das Licht her? Ja, was so extrem hinter ihrem Kopf ist. Ja. Dann kommt wieder die Frage, woher, wenn man genau hinguckt. Wird wahrscheinlich jetzt auch wieder, wir gucken ja, unser Problem ist, glaube ich, wir gucken aus dem Blick eines Fotografen. Genau. Wir analysieren Bilder, wir gucken, warte mal, ich habe gerade gesagt, bevor du was gesagt hast, drei Lichtquellen. Ne, du guckst natürlich, du liest Bilder, du guckst anders, du guckst kritischer. Jeder guckt drauf und jeder normale Mensch in Anführungsstrichen guckt drauf und sagt, oh, hübsches Mädel, ach guck mal, toll eingefangen. Keiner, ich sage jetzt mal, pauschalisiert nicht, aber ich sag mal, 80% der Menschen achten auf das, was du erzeugen willst, diese Bildwirkung. Richtig. Und nicht auf Details. Ne? Und keiner sieht das Stativ. Und auch, ich glaube, 80% der Menschen würden auch sagen, der hat abends geknipst, ne? Ist ja schließlich dunkel. Ne? Also, das ist ja genau der Punkt. Ne? Und das sind die Sachen, wenn man blitzt, zu wissen, wie man sie einsetzt, finde ich schon spannend. Machen wir auch hier oder ich ja auch hier, mit viel mit Blitzen arbeiten. Aber es ist halt immer ein Hammer schon, wie man inszenieren muss, um eine Bildidee hinzukriegen. Ne? Wenn du sagst, ist es wirklich, ich weiß es, weil ich auch schon Sportler fotografiert habe, wie schwer es ist, den Moment zu kriegen. Ja. Ne? Auch wenn du, selbst wenn du doof, plumpen, laufenden Hund hast, von den Bildern, wo du sagst, du machst 100 Bilder, bist du eins davon hast, wo du sagst, passen Ohren, passen Mund und Blick und Füße zusammen. Bei Menschen ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber genau das ist der Moment. Da passt meine Hand nicht, die ist dann vor dem Gesicht. Also ich glaube schon, dass du ein paar Schüsse machen musstest, bis dann der da war. Ne? Aber ich finde es halt spannend. Absolut. Also ich hatte nochmal nachgeguckt, mit inklusive Einstellen des Lichtes und den vielen Starts von der Emily waren es, glaube ich, 53 Bilder, die wir gemacht haben. Ja, wenn man legt, 53 Starts war schon natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Also sie hat am Anfang, war sie nur im Startblock, damit ich das einstellen konnte. Stehend, ne? Aber nachher, also ich schätze mal, sie ist bestimmt
15-mal, 20-mal aus dem Block gestartet. Ja, locker, André. Das Problem war ja eben halt, dass sie den, weil der Startblock so pervers eingestellt ist. Ne? Der ist quasi auf Wettkampfposition und dadurch hast du ja die gesamte Muskulatur, die ganzen Sehnen, das ist ja alles überdehnt, weil sie steht ja da wirklich, um sich da raus zu katapultieren. Die kann das ja nicht anders. Ne? Und das war dann das im Nachhinein, wo sie fix und fertig war. Aber. Ja, ich meine, es tut mir auch leid, also es hat mir auch beim Fotografieren schon leid, weil sie sagte, diese Position der Finger ist extrem anstrengend, weil die Hände liegen ja nicht flach auf dem Boden, sondern sie ruht ja, glaube ich, auf drei Fingern. Und das ganze Gewicht und der ganze Druck liegt auf drei Fingern, ne? Genau, und sie sagte, das tut höllisch weh und das tat mir auch beim Fotografieren leid, nur ich wusste halt, was für ein Bild ich haben wollte und ich sag mal, ja, es hat sich gelohnt, da ja. Einzugehen. Sie hat hinterher genauso gefeiert und hat wusste dann, warum sie sich da so gequält hat. Das Ergebnis spricht für sich eben, ja. Genau. Ja. Zeig doch nochmal das andere Bild. Das Originale? Mhm. Das Fertige. Jawohl. Ja. Was mir noch in dem Zusammenhang aufgefallen ist, was wir gar nicht gemacht haben, für die den Podcast hören, müssen wir natürlich sagen, ihr müsst euch die Shownotes angucken und die Bilder auch entsprechend dazu anschauen. Wir haben aber gar nicht die Bilder so genau, glaube ich, beschrieben. Also hier sieht man im Prinzip, wie eine Leichtathletik-Sprinterin aus dem Startblock herauskommt. Bitte? Jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen. Ich wollte nur einfach serviceorientiert denken, hier mal, ja. Also mal, ne, ein bisschen an den Kunden denken. Bitte an den YouTube-Channel gehen. Ja. Das auch, genau. Das wäre sowieso mal ganz gut. Ja. Was bei dem Bild jetzt wirklich Zufall war, dass die Wolke um ihren Kopf sich so rumformt. Das kann man nicht planen. Das ist halt passiert. Und ja, war ich sehr, sehr glücklich mit. Das ist das Glück des Tüchtigen. Starke Aufnahme, kann ich nur sagen. Also das muss man schon können mit dem Blitzen und so allen. Also stark. Fällt mir gut. Dankeschön. Vielleicht noch mal kurz was Technisches zwischendurch gefragt. Hast du jetzt immer einen Shot gemacht? Ich weiß nicht, ob du das eben schon gesagt hast, weil ich ganz kurz mal für kleine Fotografen war. Hast du einen Shot gemacht oder hast du über Serienbild vielleicht auch mal zwei gemacht, drei gemacht, was eventuell die Blitze ja hergegeben hätten vielleicht? Immer nur ein Bild. Das ist zum Beispiel, wenn ich habe auch mal solche ähnlichen Bilder von Volleyballspielerinnen gemacht, die dann schmettern, die hinter einem Ball herhechten. Ich gucke mir das vorher an, die müssen das so zwei, dreimal machen. Dann habe ich das, geistig irgendwie, kann ich das immer wieder abrufen, diese Bewegung. Und dann weiß ich ungefähr, wann ich abdrücken muss. Und deswegen brauche ich diese Serienbildfunktion nicht. Mit welcher Kamera? Ich meine, das wäre die EOS R gewesen. Ich glaube nicht, dass ich die Mark IV dabei hatte. Ich meine, das wäre die EOS R gewesen. Ja, sehr cool. Aber wie gesagt, so. Ist jetzt egal, ob das jetzt mit der R, mit der Mark IV oder mit Nikon oder... Ne? Ja, das ist vollkommen theoretisch egal. Von den Einstellungen her könnten es alle. Ne? Ja. Also Carsten, wir haben das gesehen, ganz andere Hauttöne bei Canon. Ganz fantastisch. Das kann nur Canon. So, jetzt kurz zu den Daten. Blende 8, eine 800. So, ISO 200. Ich glaube, es war ein ISO 800. Ach, und Gott. Belichtungszeit weiß ich nicht mehr, aber die muss ungefähr so bei 500, vielleicht 600 gelegen haben. Weil die schnellste Bewegung ist von den Händen. Die einmal nach hinten, einmal nach vorne gehen. Und um die halt einzufrieren, braucht ich wäre noch schneller, ich wäre bei 800 gewesen. So. Ja. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber egal. Nicht schlecht. Und die nochmal Einstellung, Digga. Nicht bearbeitet, das ist original so aus der Kamera. Und, das ist das, was mich wirklich betroffen macht. Das muss ich mal an der Stelle sagen. Es ist ja, und zwar macht, ja, weil also ich gebe ehrlich zu, ich sage das so, wie es ist. Ich persönlich hätte definitiv und zu 100% dieses Stativ wegretuschiert. Das hätte ich 100% gemacht. Da bin ich, das kriege ich, ich gucke das Bild heute und ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Und deswegen habe ich das auch gefragt. Das ist einfach so, das ist mein Ding zu sagen,
Mich stört es da, aber das ist mein Fotografenblick. Du hast natürlich völlig recht, wenn du sagst, okay, das werden die meisten Leute gar nicht als solches realisieren. Vielleicht denken die Leute, es ist ein Flutlichtmast oder whatever. Das macht dementsprechend das Bild nicht kaputt. Ich für mich persönlich hätte es weggemacht, auch deswegen, weil ich mich die letzten Wochen ein bisschen mehr mit Photoshop beschäftigt habe und tatsächlich einfach sage, boah, krass, was man da so machen kann. Finde ich crazy. Aber ja, ansonsten ist das natürlich einfach cool. Und was ich beeindruckend finde für mich persönlich, ist einfach, dass du eben nicht Serienbildfunktion nimmst, weil das ist ja das Ding, wo du sagst, okay, da ist es relativ einfach. Dieses Out-of-Cam ist tatsächlich etwas, ja, muss man wollen. Hast du trotzdem noch ein RAW-Backup für dich geschossen oder machst du das nicht? Nee, mache ich nicht. Du kriegst auch keine Serienbilder hin mit den Blitzen, auch wenn sie es können. Die können nein, du genau. Ja, das über nicht, das ist schon richtig. Da jedes dritte Bild wäre dann ein geblitztes, glaube ich. Ja. Der 600er bei voller Leistung knallt dir das nicht in eine Serie rein. Und nicht bei der Geschwindigkeit. Wenn du Sportler in einer Serienbildfunktion fotografierst, ist die optimale Bewegung genau in dem Moment, wo du kein Bild machst. Und hier kann ich aber, wenn ich nur ein Bild mache, genau in dem Zeitpunkt oder in dem Moment, wo ich es machen will, kann ich es machen. Ja. Vielleicht mal, André, dazu die Frage. Ich hab folgende Situation selber mal erlebt, ganz in der Anfangszeit meiner Fotografie. Ich habe eine Luftbildaufnahme als RAW-Bild weitergegeben an einen Grafikdesigner, der dann einen Firmenprospekt mitgemacht hat. Das Ergebnis war, dass in dem Firmenprospekt das RAW-Bild war als RAW-Bild. Also da war, das war komplett, das sah aus wie ein RAW-Bild, es war ganz fürchterlich. Und ich habe gemerkt, dieser Grafikdesigner hatte jetzt keine Fähigkeit, da drin ein RAW-Bild zu entwickeln. Und das war einfach grauenhaft. Was machst du denn jetzt in der Situation, wenn du, also hast du das Vertrauen, dass das alles so dann passt? Oder also was machst du, wenn jetzt vielleicht umgekehrt jemand kommt und sagt, ja, wir brauchen aber ein RAW-Bild oder dies oder jenes? Oder ist das Bestandteil? Wissen das die Verlage schon, mit denen du arbeitest, dass sie das fertige JPEG so kriegen? Also bei den Verlagen ist es so, dass die immer nur JPEGs bekommen. Okay. Weil ich meine, diese riesen Datensätze, ne, was wollen die damit? Ich mache wenn ich ein Bild rausschicke, mache ich eventuell eine Tonwertkorrektur, ein kleines bisschen. Die bereiten das für den Druck vor, aber halt immer auf Basis eines JPEGs. Und wenn man so böse sagt, unsere JPEGs mittlerweile, egal ob jetzt von der R oder auch von einer normalen Mark IV oder sowas, die hat ja so viel Dynamikumfang, da kannst du aus dem JPEG ja selbst in Lightroom, wenn du wolltest, rausholen. Ist ja lange nicht mehr so, dass du sagst, das ist ein zugematschtes Bild, sondern die haben genauso viel, nicht genauso viel falsch, aber die haben sehr viele Informationen, die du noch retten könntest, wenn du müsstest. Ja. Aber umso geiler, wenn du wirklich ein Bild aus der Kamera abliefern kannst. Finde ich toll. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Sollen wir mal direkt weitermachen auf das nächste Bild? Ja, gerne. So, das haben wir, das Bild hier. Und ich habe das erst, vielleicht muss ich das einleitend sagen, ich habe das erst gar nicht verstanden. Das sieht jetzt aus wie ein Hochzeitsbild im klassischen Sinne, aber der Dateiname ist ein ganz anderer. Auf dem Dateinamen, also für die, die es jetzt noch nicht sehen können, die noch nicht in den Shownotes das Bild gesehen haben, es zeigt ein Hochzeitspaar, was glücklich in die Kamera schaut, von einem schönen Hintergrund, ein Schlosstor oder sowas ähnliches, bisschen Vordergrund in der Unschärfe, man sieht noch auch von hinten ein bisschen angeblitzt. Und man denkt so, ja, cool, geiles Hochzeitsbild, so im abends vielleicht gemacht, wie auch immer. Aber die Datei hieß wahlwerbung.jpg. Da, glaube ich, beginnt ja die Geschichte schon, die du uns erzählen möchtest. Ja, da fängt es an. Also unser neuer Bürgermeister, der sprach mich darauf an, ob ich eine Fotoserie für seine Wahlwerbung schießen kann. Er hatte das Thema, also gemeinsam als Oberbegriff, gemeinsam entscheiden, gemeinsam gestalten, gemeinsam zuhören. Da sollte ich 6 Motive fotografieren für die großen Wahlplakate. Und die Themen sind von ihm schon vorgegeben worden. Also für gemeinsam entscheiden wollte er halt ein Brautpaar haben. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, fotografiere ich ein Brautpaar, die an dem Tag nicht geheiratet haben, sondern die haben schon 2 Wochen vorher geheiratet gehabt. Und ich hatte jetzt die Idee, immer diese Leute, diese Menschen in Härten zu fotografieren, wo man im Hintergrund sieht, ah ja, es hat mit Härten was zu tun.
Jetzt wollte ich hier aber nicht vor Sertner Schloss stellen, sondern habe gedacht, es gibt hinterm Westerholder Schloss das Weiße Tor, was nicht so bekannt ist, aber Carsten, ich denke, du kennst das. Ja, direkt hinten an der Kastanienallee. Genau, ja. Richtig. Und ich finde es wunderschön. Das ist mein Imagevideo entstanden damals. Ja. Ja, und dann haben wir uns da getroffen und es war bewölkt, es war ja nicht regnerisch, aber ein bisschen düster und ich habe sehr viel Zeit aufgewendet, das ganze Tor auszuleuchten, das Brautpaar auszuleuchten. Und als wir dann die ersten Fotos gemacht hatten, kam dann die Sonne raus und machte mir die ganze Lichtstimmung kaputt. Ne? Die knallte so richtig frontal auf dieses Tor, auf das Brautpaar. Und ich war so ein bisschen verzweifelt. Wir hatten jetzt so eine halbe Stunde schon gebraucht und jetzt war diese ganze Lichtstimmung weg. Und dann habe ich nur gesehen, wenn man ein bisschen weiter nach rechts geht, in die Botanik, da ist Schatten. Und dann stelle ich die einfach in den Schatten rein, habe die beiden gefragt, könnt ihr euch vorstellen, da jetzt in dieses hohe Gras zu gehen? Sie sagten ja und sie ist noch mit ihrem tollen Kleid in Dornen hängen geblieben, da mussten wir sie erstmal befreien. Ja, und dann habe ich dieses Bild gemacht, was nachher dann auf einem Riesenplakat hier in Herten stand, was sehr schön ist. Aber die eigentlich schöne Geschichte dahinter ist die, die beiden wollten im Schloss Westerholt eigentlich heiraten und an dem Weißen Tor ein Hochzeitsfoto haben. Weil von der Braut, die Großmutter, hat ein Hochzeitsfoto, ein einziges Hochzeitsfoto, genau an diesem Weißen Tor. Also wollten die auch so ein Bild haben. Corona-bedingt konnten die jetzt nicht im Schloss Westerholt feiern und konnten auch nicht Hochzeitsfotos an diesem Tor machen. Jetzt kam ich an, sie sind gefragt worden, ob sie für diese Wahlwerbung als Hochzeitspaar sich zur Verfügung stellen. Die sagten ja und ich hatte halt die Idee, ich fotografiere die da, ohne dass sie das wussten oder dass ich halt wusste diese Geschichte dahinter. Und jetzt haben die trotzdem noch ein Bild bekommen, wie die Großmutter, ne, wo die beiden halt als Hochzeitspaar vor diesem Weißen Tor stehen. Und ich fand diese Geschichte halt ist sehr, wie soll ich sagen, die besten Geschichten schreibt das Leben. Ne? Und deswegen finde ich diese Geschichte, das war eigentlich so die schönste Geschichte dieses Jahr. Ja, cool. Ja. Definitiv. Hast du denn, als da die Sonne im Weg war sozusagen, hast du auch diese Reaktion der Leute, die vielleicht drumherum waren, auch vom Brautpaar gehabt, die klassischerweise halt immer sagen, boah, mega, endlich volle Sonne, total schön. Und als Fotograf kriegst du ja in der Regel schon die Schweißperlen aufstehen. So erlebe ich das bei Hochzeiten mitunter, wenn dann die Leute sagen, boah, geil, total super Sonne. Und ich so, nein, bitte, wo sind die Wolken hin? Bitte gebt mir Schatten irgendwie. Ich glaube, die beiden, die haben an meiner Reaktion, als die Sonne rauskam, schon gemerkt, dass das nicht das war, was ich mir wünsche. Ja, es wirkt ja wieder bei dir. Es wirkt ja wieder, als wäre es ein Abendshoot. Ne? Also ja. Als wäre es stockduster. Du hast wieder dein, was ich gerade sagte, Markenzeichen drin, das Stativ. Mit ja, dem aber okay, da muss ich erklären. Auf dem Bild nachher war es nicht drauf, weiß ich. Ne? Nee. Also in der Agentur, es war vorgegeben, dass es ein quadratisches Motiv nachher ist, was abgedreht ist. Das Hochkantplakat. Habe ich gesagt, es stört mich jetzt nicht, dass der Blitz da reinkommt. Ja, ja. Es verschwindet dann eh im Anschnitt. Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Ist das denn auch wieder als JPEG zur Werbeagentur gegangen? Ja, natürlich. Ich habe noch nie ein RAW rausgegeben. Noch nie, auch an Agenturen nicht. Nee, und, Staudinger, Herr Staudinger, man gibt keine RAWs raus. Nein. Ja, ist schon klar, aber er fotografiert ja prinzipiell kein RAW. Das ist der Punkt, aber ich gebe auch keine RAWs raus. Oh. Außer in absoluten super-duper Sonderfällen. Aber die Tatsache, dass er nicht mal so ein RAW shootet, das ist das, was mich fertig macht. Also ich habe manchmal auch die Situation, dass du RAW und JPEG gemeinsam einstellst oder so, aber das finde ich schon cool, weil es halt so ganz und gar nicht meine Arbeitsweise ist. Das ist immer spannend zu sehen. Und wie gesagt, es ist auch nicht bearbeitet, es ist so aus der Kamera gekommen. Mhm. Schön. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Bild weiter. So. Guck mal. Jetzt muss er wach werden. Da ist er, zack. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Dein Bild des Jahres. Ja, ich sehe das auch schon im Buch, Ralf. Also auf jeden Fall. Also das sehe ich da auf jeden Fall auch drin, ja. Und es hat den Dateinamen Lockdown. Ja, richtig? Und, ja, ganz genau. Und das hat es nicht, weil es irgendwie reißerisch sein soll oder so, sondern da muss man ein bisschen die Backstory zu kennen. Das Foto habe ich
ich meine, Ende August aufgenommen. Ich habe auch dieses Jahr eigentlich sehr, sehr wenig, fast gar nicht fotografiert. Und ich habe mich im August mit einem Freund aus der Street-Szene, den ich so flüchtig auch kannte, der Florian heißt, dem habe ich mich verabredet. Wir haben immer wieder mal Austausch. Und lass uns mal was machen. Und okay, ich wohne nicht weit entfernt von Maastricht. Und dann habe ich mich bei ihm getroffen und dann sind wir nach Maastricht gefahren. Das war gar nicht weit von ihm. Und ja, also ihr wisst ja, ich fotografiere nicht so gerne Street in Deutschland und es ist einfach unglaublich. Man muss gar nicht so weit fahren. Ja, du musst eigentlich nur nach Holland. Ja, und es ist eine komplett andere Welt sofort da. Ja, die Menschen sind da einfach, das ist da alles so easy und anders auch. Und aus Maastricht war ich auch noch nie. Es war richtig, richtig geil. Da war schon Thema Masken war auch insgesamt schon ein großes Thema in der Bundesrepublik, aber nicht in Maastricht. Nicht in Maastricht. Maastricht war ich nämlich auch, ja. Genau, da dachte ich mir, ja gut. Okay, ne? Wir haben einen richtig schönen Street-Tag verbracht und dazu muss ich sagen, das ist ein Bild, was ich mal ausnahmsweise nicht mit meiner Kamera gemacht habe. Die hier liegt hier, die ich sonst immer nehme. Sondern ich habe von Rico eine GR3 bekommen, von jemandem aus Hamburg, einfach mal zum Testen. Und ja, die habe ich da mit hingenommen. Und die habe ich da ein bisschen ausprobiert, habe ich ein bisschen ausgetobt. Habe direkt mal so ein bisschen rumgespielt und hatte mich ein bisschen verliebt in den in diesen so einen High-Contrast-Filter. Ich wusste, dass es den gibt an dieser Kamera, dass er toll sein sollte und einen coolen Look macht. Und den habe ich so ein bisschen ausprobiert und da sind wir rumgeschlendert. Das Bild ist eine Bahnhofshalle. Ja? Das erkennt man natürlich nicht auf den ersten Blick. Und in Holland ist in allen großen Bahnhöfen steht ein Piano. Und zwar kannst du darauf das ist so public, da kannst du dich hinsetzen und kannst drauf spielen, ja. Da steht irgendwo am Rand, setz dich hin und spiel darauf. Gut, und wir betraten den alten Bahnhof von Maastricht. Ja, und da habe ich diese Szene hier vorgefunden. Da saß hier dieser Typ und spielte ein total schönes Stück. Und ich war einfach hin und weg von dieser ganzen Szene. Für mich passte hier einfach alles. Und ich habe sofort um Erlaubnis gefragt. So, also ich wollte es nicht so sehr stören in dem Moment und habe das einfach so signalisiert hier so, wie ich das immer so mache. Und er hat seine Freundin stand links vom Bild. Die lehnte das so an. Und die nickten beide und ich habe ein paar Bilder gemacht und dann noch ein paar Close-Ups und dann kamen wir auch ins Gespräch und dann hat sie mir erzählt, er heißt David und er arbeitet in der Filmindustrie und ist da Freelancer und er hat sich im März während des ersten Lockdowns auf so einer kleinen Farm, irgendwo auf dem Land, irgendwo im Osten Hollands, für einen Monat lang isoliert. Und in diesem Lockdown hat er angefangen, weil er sich halt ablenken musste, hat er angefangen, sich Klavierspielen beizubringen. Und da dachte ich, das ist da einfach, also das hat mich total. Boah, das fand ich einfach, diese Story und das Foto, das hat mich echt berührt. Das fand ich richtig, richtig gut. Und ja, mir gefällt alles an dem Bild. Ich mag. Hast du den Klavierspieler ans Klavier fesseln musstest, damit er nicht abhaut, ist aber schade. Das habe ich auch gedacht.
Ja. Ein sehr, sehr cooles Bild, ja. Ja, die Ketten sind da unten. Ich glaube, das Klavier ist da fest. Klavier nicht, Klaus. Ja, genau. Und klar, Lockdown und die Ketten da unten noch, ne? Und ja, die langen Fenster, das Fensterlicht, das spiegelt sich wieder wie die Tastatur selbst. Also dafür, dass ich kaum was geschossen habe dieses Jahr, bin ich manchmal echt erstaunt. Mir gefällt es super, super gut. Ja. Als ich das Bild gesehen habe, Ralle, habe ich gedacht, boah, krass, der hat in so einer Zeche Lohnhalle irgendwo geshootet im Ruhrgebiet. Das sieht 1:1, guck mal, der andere lacht schon, das sieht doch 1:1 aus wie die typische Ruhrgebiets-Zechen-Lohnhalle. Original. Ich dachte, das sei in Henrichenburg aufgenommen, in der Maschinenhalle. Vom Schiffshebewerk? Ja, hatte ich erst gedacht. Aber der Boden ist anders. Okay. Aber das war meine erste Assoziation. Ja, so ist man halt auch befangen, wenn man dann selber mal denkt, ah, das könnte doch so und so sein. Dabei ist die Geschichte dann doch ganz anders irgendwie am Ende des Tages. Sehr schön. Ja, die ganze Backstory und ja, dieses Schwermütige, was das noch so ein bisschen kriegt und dass du nur du siehst ihn eigentlich nur, weil er leicht vom Licht gesäumt wird. Sonst würdest du ihn gar nicht sehen. Das finde ich absolut geil. Ja. Das ist mein absolutes Highlight des Jahres, meiner Fotos. Ja, super. Ist auch mega cool, Rolle. Danke, ja. Leute. Alles. Die Spiegelung nochmal, die Spiegelung im Flügel und krass, echt die Haare nur. Also ich finde es auch mega, super. Wir haben am Anfang noch mal so ein bisschen gesprochen, wie das Jahr für einen selber war. Da kommen wir gleich bei dir auch noch mal, Ralf, zu, weil das wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Ich habe jetzt mal die Bildschirm-Dings unterbrochen, weil ich muss nämlich dann einmal switchen. Robins, hatten wir schon das Bild? Jawohl. Zack, so, das kommt runter, genau. So, Ich habe die anderen Bilder ja auch nicht gesehen, ne? Ich habe ja auch nicht alles gesehen jetzt leider hier. Ne? Aber ich weiß nicht, wann du dazugekommen bist. Hast du Robins Bild da schon gesehen? Nein, ich bin bei Andreas Masken gerade eingestiegen. Ah, dann muss ich natürlich sagen, da musst du dir auf YouTube das Ganze angucken. Für die den Podcast hören, kann ich sagen, YouTube ist die Waffe der Wahl für diese spezielle Folge. Das haben wir vor 2 Jahren so schon gehabt. Das hat sich als Erfolgskonzept erwiesen. Ja, hat sich bewährt. Gut. Genau, so. Ich habe auch mal ein Bild mitgebracht, was jetzt vielleicht gar nicht so tief geht, wie das vielleicht gerade vom Ralf. Ihr seht das, denke ich, ne? Ja. Kann man das erkennen? Ja. Super. Es ist jetzt fotografisch nicht unbedingt die Erfindung der Fotografie, würde ich mal so sagen. Es ist ein Kumpel von mir, der Rosti, DJ Rosti, um genau zu sein, aus Dortmund. Und ich habe ja im abgelaufenen Jahr, in 2020, dieses Fotoprojekt ins Leben gerufen, Wir für euch. Wir für euch ist es von der Idee her gewesen, dass man die Leute, die unter der Corona-Krise zu leiden haben, porträtiert. Das sind DJs, Fotografen, Musiker, Veranstaltungstechniker, Schauspieler, alles Mögliche in der Hinsicht. Und Rosti aber war der Erste. Also war einfach, ich habe überlegt, wie kann ich das Projekt anfangen? Das war im April, als ich das für mich überlegt habe, ob man das vielleicht machen könnte. Und Carsten hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon sein Corona-Projekt gestartet, die Zwangspause. Und ich wusste, ich wollte es ein bisschen anders machen. Ich hatte irgendwie so keinen Bezug zu dem ganzen Thema. Und für mich ist das Foto deswegen mein Foto des Jahres, wenn man so möchte, weil es für mich einfach eine, ja, Zäsur nicht, aber so eine Art Schwenk auch dargestellt hat. Ich habe ja in meiner Fotografie, die ich so betreibe, wenig mit der klassischen Menschen-Porträtfotografie zu tun. Das heißt, ich habe eigentlich über die Jahre hinweg immer Sachen gemacht. Na okay, jetzt kann man sagen, klar, Hochzeiten sind Menschenfotografie, keine Frage. Aber das, was man so im Porträtbereich macht, war ja überhaupt nicht so mein Ding. Die Gründe sind vielfältig. In erster Linie hat es sich nicht ergeben. Ich habe das auch nicht forciert, hatte genug mit anderen Dingen zu tun und habe dann gedacht, so, wie können wir jetzt diese Corona-Zeit nutzen? Im April war noch wirklich volle Lockdown-Zeit. Man konnte nicht
Ja, eigentlich, man hatte so die Hände gebunden. Ne? Wir haben die Podcasts ja auch von extern aufgezeichnet. Also wir waren nicht zusammen, sondern haben sie jeder zu Hause aufgezeichnet. Und ich habe überlegt, wie kann man das Ganze sinnvoll nutzen? Und dann kam diese Idee mit Wir für euch. Ist ja auch auf der Seite, die ich damals gemacht habe, die über meine Homepage zu bekommen ist, ein bisschen erklärt, wie die Motivation war. Haben wir im Podcast drüber gesprochen. Das Coole aber für mich und warum ich sage, das ist für mich so ein bisschen das Foto des Jahres geworden, ist einfach, aus diesem Projekt ist für mich entstanden zu sagen, warum mache ich eigentlich nicht Porträtfotografie? Also warum lasse ich diesen eigentlich sehr wichtigen und ich sage mal, man könnte jetzt im Business-Sinne sagen, auch lukrativen, aber vor allen Dingen diesen eigentlich klassischen Bereich der Fotografie so links liegen. Und ich hatte mir, als ich das begonnen habe, tatsächlich vorgenommen, ich möchte dieses ganze Projekt als so eine Art Übung auch sehen, für mich zu sagen, die Idee war einfach 85 mm, immer Blende 2,8, war immer gleich und ohne Blitz, auch das war immer gleich. Und ich habe dann halt am Ende, lass mich nicht lügen, aber ich glaube so um die 50, 60 Leute porträtiert. Es war immer ein Porträt, was am Ende übrig blieb. Und hat mir riesig viel Spaß gemacht, hat mir riesig viele Kontakte auch ermöglicht, hat mir vor allen Dingen auch Kontakte reaktivieren ermöglicht mit den Leuten. Das heißt, man hat im Grunde genommen dieses ganze Projekt genutzt, um in einer Phase des Stillstandes, der gefühlten Stille auch, halt des Lockdowns, eben trotzdem was Produktives machen zu können. Und was ich zum Beispiel dann infolgedessen auch im Spätsommer beispielsweise gemacht habe, sind so die ersten Business-Shootings, also ganz offizielle Kunden-Business-Shootings. Der Carsten Nachlig weiß das und der Carsten Andreas auch. Man ist halt rausgegangen, hat zum Beispiel dann eben mit Reflektor, Blitz und so weiter Outdoor-Business-Porträts gemacht. Etwas, von dem ich vorher jetzt, ich hatte da keine Angst vor, aber es hatte sich auch nicht so extrem ergeben. Aber ich habe da immer großen Respekt vor gehabt, weil du mit Blitzen arbeitest und mit Reflektor arbeitest und so weiter. Das war für mich eine komplett neue Welt. Und wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie die Bewertung ist des Jahres 2020. Und ein ganz großer Teil meiner insgesamt positiven Bewertung des Jahres hat mit dem Fotoprojekt zu tun. Und deswegen, wie gesagt, hat das Bild für mich den Symbolcharakter zu sagen, man hat eigentlich die Krise, die sich damals gezeigt hat, genutzt, um auch was Neues mal zu machen, was vielleicht nicht dem Standard entspricht, den man selber sonst vorher gepflegt hat. Man ist so ein bisschen aus der Komfortzone raus und hat gesagt, ich mache das einfach und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was mich so ein bisschen ärgert ist, ich habe immer noch bestimmt 20 Bilder auf Halde liegen von Leuten, die ich noch gar nicht veröffentlicht habe, weil dann in dem Moment, wo das so ein bisschen überging aus der Lockdown löst sich bis hin in die Phase, man hat wieder genug zu tun. Kam es da nicht dazu, dass ich das noch weitergeführt habe. Ich habe mir jetzt über die Weihnachtstage vorgenommen, weil es ja immer noch ein total akutes Thema ist, das auch zu veröffentlichen auf der Seite wirfüreuch.com. Und deswegen einfach die Geschichte dahinter, wie gesagt, zu sagen, okay, versuchen neue Wege zu gehen, versuchen einfach mal was zu machen, was man sich vielleicht vorher so nicht zugetraut hat. Und daraus haben sich auch wirklich tolle Freundschaften entwickelt, beziehungsweise ja, Bekanntschaften entwickelt. Ich habe tolle Künstler kennengelernt aus Umfeldern, die mir vermittelt wurden, dann von Leuten, die ich fotografiert habe. Die hätte ich im Leben nicht kennengelernt, wenn ich nicht einfach dieses Projekt gemacht habe. Und da ich persönlich finde, nach wie vor, Fotografie ist am Ende des Tages ja doch irgendwo die Lust auf Neues, die Lust vor allen Dingen auf Menschen oder das, was sie tun, auf Leben, ganz allgemein. War das für mich so etwas, was dieses Jahr mich doch sehr geprägt hat und gezeigt hat, ja, man sollte, auch wenn man schon relativ, ja, ich bin ja gar nicht so lange in der Fotografie dabei, aber man ist ja doch so gepolt, dass man sagt, ach ja, immer was Neues, könnte doch eigentlich so bleiben, wie es ist. Trotzdem immer neugierig zu bleiben, sich zu motivieren, mal was Neues auszuprobieren, weil am Ende des Tages, ganz ehrlich, schlechter wird es garantiert nicht. Du kannst höchstens stehen bleiben auf dem, was du bist. In dem Falle muss man wirklich sagen, waren es ganz, ganz coole, tolle Kontakte. Ich habe durch den Rosti Neil Richter kennengelernt. Neil Richter ist ein DJ-Kollege vom Rosti, habe ich auch fotografiert, war der dritte, vierte, glaube ich, in dem Projekt. Und ich habe für Neil ein Musikvideo gedreht dieses Jahr. Der hatte seine erste größere Single raus bei einem Label und wir haben ein Musikvideo hier gedreht im Ruhrgebiet, unter anderem auch mit meinem Auto, sehr lustig. Einfach riesen viel Spaß gehabt, nette Leute kennengelernt, ja. Und ist, glaube ich, wie gesagt, in der Corona-Phase aktuell, in der Lockdown-Phase immer noch super aktuell. Kann ich nur motivieren, wenn ihr Ideen habt für solche Projekte, macht sie jetzt. Und ja.
mein Bild oder meine Geschichte des Jahres sozusagen. Gute Stimmung. Ja. Sieht nach Spaß, Urlaub, Musik. Toll, echt. Sehr mir gut. Trotz Lockdown. Ja, das war in seinem Garten. Wir haben überlegt, wo machen wir denn das Foto jetzt? Und dann habe ich diesen Pfahl gesehen mit den Reisedingern. Und dazu muss man sagen, genau zu dem Zeitpunkt hat meine Frau so ein Ding gebaut. Für sich zu Hause, hier für uns im Garten. Das war immer ihr Wunsch, so ein Teil zu bauen. Und ich sage, ja, ganz klar, Rossi, wir müssen das Ding da shooten. Nützt ja alles nichts, ne? Wenn meine Frau das schon baut und so in der Art. Dann haben wir uns doch ausgetauscht. Und er hat mir den Tipp gegeben, wenn du sowas baust, sagt er, dann musst du diesen Pfosten einbetonieren. Kleiner Lifehack am Rande. Weil wenn du das nicht machst, und der ist ja aus Holz, dann fault er dir innerhalb kürzester Zeit weg. Und so haben wir es dann bei uns zu Hause auch gemacht, haben das Ding einbetoniert. Das ist dann der Connect noch zu der speziellen Geschichte. Ja, aber ein ganz lieber, netter Kollege, wirklich cooler DJ. Und dem sind natürlich auch die Hände gebunden, weil der hat wahrscheinlich dieses Jahr, glaube ich, 5 Hochzeiten gemacht. Und seit März eigentlich außer diesen 5 Hochzeiten halt gar nichts und gehört auch zu den Leuten, die ein Problem haben, eben Soforthilfe zu bekommen, war eigentlich die Blaupause für Künstler, der ja durchs Rost fällt, muss man ehrlicherweise sagen. Und war halt ein cooles Projekt und ein spannendes Projekt. Und ich hoffe, ich muss es nicht noch weiterführen ein Jahr lang, weil das wäre schlecht für die Lage bei uns hier in der Gesellschaft. Aber fotografisch, ich bin ja überhaupt kein Projekttyp. Ne? Ich habe noch nie ich habe ein Fotoprojekt gemacht, das war der Nürburgring und das zweite war jetzt das. Ansonsten bin ich nicht der Typ, der jetzt Bock hat zu sagen, ach, wir machen jetzt Fotoprojekt 2020 irgendwie. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie so, das ist für mich so belanglos. Aber hier, nachdem ich das, und das klingt so komisch, der Carsten hat seine Zwangspause ja ganz anders ausgerichtet und hat den Fokus gelegt, A, Schwarz-Weiß-Bilder und B, auch auf diesen lokalen Aspekt, ne? Also auf die Geschäfte und die Gewerbetreibenden der Stadt hast du gemacht. Und da wusste ich, als ich das gesehen habe, ich fand das cool, fand das auch sehr gut umgesetzt. Ich wusste aber, genauso will ich es nicht machen. Nicht, weil du es schon gemacht hast, sondern weil ich persönlich einfach für mich das nicht gespürt habe, dass das Sinn macht. Aber dann habe ich mir so gedacht, ja, Moment mal, du hast jetzt 15 Jahre als DJ gearbeitet, du hast Kontakte in die Veranstaltungstechnikbranche, in die Eventbranche und so weiter und so fort. Warum nutzt du denn das nicht? Das sind doch die Leute, um die es da geht. Zum Beispiel Sandra Beckmann habe ich fotografiert, die kannte ich vorher gar nicht, die kommt aus Castrop-Rauxel. Das ist die Stimme in Deutschland mittlerweile, die war bei Markus Lanz, die war bei der Bundesregierung bei Beratung, die war in NRW beim Innenministerium und auch bei der Landesregierung in Beratung. Die hat aus Castrop-Rauxel heraus gesagt, wir gründen jetzt die Initiative für Veranstaltungswirtschaft. Das Sprachrohr mittlerweile in Deutschland, wenn es eben um die Belange geht, dieser Berufsgruppen für die ganze, für die Bewältigung der Krise. Und die ist zwar selber überhaupt nicht mehr in ihrem Beruf aktiv, weil sie halt nichts machen kann, aber hat halt sich politisch engagiert, total geil. Die war maßgeblich dafür verantwortlich, dass es diese Demos in Berlin auch gab, die Großdemos, die es dann gab im Oktober und November. Super cool. Also ja, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich will euch auch nicht abwürgen oder so, aber das war halt, das hat mich halt schon sehr bewegt irgendwie. Und auch insbesondere, weil es einem selber halt nicht so dreckig ging. Und ich glaube, das hat jetzt nicht viel bewegt, aber für die Sache. Aber ja, war so ein Bedürfnis halt. Manchmal macht man ja auch Sachen, weil man es spürt, dass man es machen muss irgendwie. Also ich fand bei dem Bild, was du jetzt eben gezeigt hast, diese zweite Ebene, die da drin vorkommt mit den Reisezielen, weil ja das Reisen komplett eingeschränkt wurde, dass das quasi als eine weitere Ebene in diesem Bild ist. Das ist lustig, das habe ich noch nie so betrachtet. Okay. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Ja, mir auch, tatsächlich. Ja, das ist auch das, wo ich dachte, ach, das ist ja mal ein interessantes Lockdown-Bild. Ja. Das ist nur die Sicherheit, das ist wieder viel tiefer, als du wieder selber denken konntest. Ja, so. So. Aber das ist, aber ganz ehrlich, Männer, das ist genau wieder das, warum ich sage, und das ist jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern, aber durchaus ernst gemeint, erklärt eure Bilder nicht, lasst sie durch den Rezipienten erklären, da kommt in der Regel viel mehr bei raus. Ja, genau. Ja. Total. Ja, cool.
Jetzt hättest du theoretisch sagen können, ich hätte einfach dem Ralle den Titel geklaut mit Lockdown. Dann kannst du sagen, ja, der hat noch voll. so einen DJ-Kopfhörer. Ne? Und ich finde zum Beispiel normalerweise so Fotos von DJs mit diesem Kopfhörer-Ding total bekloppt, weil es einfach, das ist so aufgesetzt halt immer. Ne? Aber so könntest du halt auch die Geschichte erzählen. Aber du hast schon recht. Aber auch da wurde der Stecker gezogen. So. Auch das. Ist da auch nicht drin. Ne? So. Ja, du könntest. Klar, also da geht noch einiges bei dem Bild. Da geht noch einiges. Wir könnten jetzt die Zahlen also mal sagen, wo wir da hinkommen. Also. Na, das ist ja auch ein Wesen der Fotografie, dass natürlich Bilder grundsätzlich auf Leute anders wirken und dass das natürlich ein wesentlicher Bestandteil auch von Fotografie ist, was der Betrachter drin sieht oder wie es Carsten immer sagt, der Empfänger bestimmt die Botschaft, ne? Und hat noch nie irgendeiner, der das Bild gesehen hat, zu mir gesagt. Finde ich sehr gut. Ich habe mal den David Knopfler interviewt, der früher mit seinem Bruder zusammen Dire Straits gegründet hat. Max. Und er hat gesagt, dass er seinen Liedern nicht erklären möchte, ne, was hat er dabei gefühlt, als er diesen Text geschrieben hat. Ne, weil er sagte, jeder Zuhörer bringt da seine eigene Geschichte mit rein und es ist für den Zuhörer dann immer etwas anders, aber es ist dann seine Geschichte, die er mit dem Lied verbindet. Das fand ich damals eigentlich sehr, sehr gut. Gilt für alle Künstler, finde ich. Das ist, ich finde das ganz wichtig, ja. dass man nicht zu viel erklärt. Ralf? Ja, zu dem Thema muss ich natürlich mich zwangsläufig auch noch mal was zu sagen. Ich habe ja, ich habe dieses Jahr einen Audioguide entwickelt für meine Ausstellung. Hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen und bin noch in so einer anderen privaten Foto-WhatsApp-Gruppe unterwegs. Die supporten mich auch, so ähnlich wie ihr auch so. Und die hosten meine Dateien und da hatte ich auch tatsächlich mal einen Einwand von einem Kollegen aus München, der auch sagte, für ihn wird das zu viel verraten über das Bild, wenn er jetzt sich das anhört irgendwie. Ne? Ja, da haben wir ganz breit darüber diskutiert. Da stimme ich auch zu, ja, gar keine Frage. Ich sehe es aber als eine Art Option, ja. Das ist nicht. Ich gebe nicht alles immer sofort preis und jedem wird das irgendwie aufgedrückt, sondern wenn du in eine Galerie gehst oder in ein Museum oder wo auch immer, dann wählst du selber, ob du den Audioguide mitnehmen möchtest oder ob du dich selbst inspirieren lassen möchtest. Aber das möchte ich da nochmal sagen, dass es da immer eine Option gibt, ja? Ja, sehe ich. Also in deinem Fall jetzt bei deinem Bild. Ja. Okay, André? Also bei deinem Bild finde ich die Geschichte dahinter, wenn man die weiß, bekommt das Bild nochmal so eine Extra-Tiefe. Aber ist die Frage, ob es das braucht, ne? Das ist die Frage, das verstehe ich schon. Also wenn jemand sagt, ich brauche das nicht, ich habe da meine Story, dann kann ich das auch sehr gut verstehen. Deshalb gibt es da eigentlich zwei Herangehensweisen. Ja, ich glaube, einen optimalen Weg gibt es sowieso nicht. Ja, was ich sagen wollte, ist ja, ich finde es ja so spannend, das war auch das Thema, was wir beim Ralles Buch aufgreifen wollen. Es gibt viele Bilder, wir haben ja oft genug über Bilder gesprochen vom Ralf und dann die Bilder für mich, oder wir haben auch hier gestanden, die Bücher alle hier, die ganzen Bilder hier, 100 davon auf dem Boden liegen gehabt und nach wegsortiert und angeguckt und besprochen und manche Bilder, die wirken erstmal. Erstmal muss für mich ein Bild wirken. Das ist immer so der erste Eindruck. Ist wie bei Menschen, wo ich immer sage, es gibt keinen zweiten, ersten Eindruck. Also wenn mir ein Bild erstmal, wenn mich das Bild catcht, finde ich es geil. Wenn mich das Bild dann, wenn ich da hingucke, nochmal mehr abholt, finde ich es noch geiler. Wenn ich dann noch mehr finde und noch mehr reininterpretieren kann und mich mit dem Bild beschäftigen kann, finde ich super. Wenn ich am Ende aber vielleicht noch das Add-on habe, mal zu hören, was der Autor zu dem Bild zu sagen hat, finde ich es total schön. Jetzt bin ich Whisky-Trinker und auf jeder Whisky-Pulle steht drauf, auf jedem Karton steht drauf, was ich in der Nase habe, was ich im Mund habe und was ich nachher im Rachen habe. Also Nosing, Mosing und nachher auch den Abgang. Und ich möchte das vorher nicht wissen. Ich trinke mir vorher einen Whisky, genieße den, sage, oh, ich rieche hier oder ich schmecke hier
Holznoten, ich schmecke das, das, das. Und wenn ich dann nachher am Ende gucke, ist es das, was der Macher des Whiskys da vielleicht interpretiert hat und sagt, bei mir sind drin Kaffeenoten, bei mir ist drin das und das und ich finde das wieder. Und dann sage ich, okay, ne, dann bin ich da so ein bisschen à jour. Aber es ist ja nicht Stand der Dinge. Ne? Auch da, wenn ich Gerüche sage, das riecht nach der alten Ledertasche von meinem Opa, dann hat er eine andere Suggestion bei mir als bei dem, der das gemacht hat, der sagt, das riecht nach, was weiß ich, alten Leder oder nach Leder. Ne? Ich sag's, das riecht nach der alten Tasche. Und so ist es beim Bild ja im Grunde auch. Du kriegst ein Gefühl mit, du kriegst eine Emotion, die bei dir ankommt. Der eine sagt, toll, Klavier, ne? Oh, ich habe da Ketten gesehen. Der andere sagt, ey, mega, diese Stimmung. Ne? Und jedes Bild, und das ist ja beim Motiv jetzt bei jedem eigentlich von uns, wenn wir jetzt mal vom profanen Business-Porträt, wo du gar nicht interpretieren sollst, unbedingt weggehst, ne? Sondern wo du sagst, du gehst jetzt in irgendeinen künstlerischen Bereich, dann ist es doch toll, wenn ein Bild so viel hergibt, dass man sich darin verlieren kann. Und deshalb dieses Add-on zu sagen, ach, ich höre mir das nachher nochmal an und gucke da vielleicht ein zweites Mal drauf. Auch das kannst du wieder auf die Filme sehen. Manche Filme, die werden in den letzten Sekunden, dreht sich das Bild komplett um und du siehst den ganzen Film nochmal neu und sagst, ach du Scheiße, stimmt. Habe ich gar nicht gesehen, den ganzen Film über, aber mega, gucke ich mir nochmal an. Und wenn du mit den Emotionen oder mit den Ideen des Autors das Bild dann nochmal guckst, kriegst du vielleicht nochmal eine andere zweite Ebene, die du vorher nicht hattest. Also ich finde es als Add-on schön. Ja, ich frage mich gerade, ob man sich dann nicht eventuell etwas auch kaputt macht. Man hat jetzt ein bestimmtes Gefühl zu einem Bild, was man gesehen hat. Und dann kriegt man die Information des Fotografen, die eventuell ganz anders ist. Ob dann nicht eventuell das Gefühl, was man hatte, kaputt gemacht wird, ist mir gerade so die Idee gekommen. Vielleicht kann ich da noch was zu sagen. Und zwar, was ich glaube, was speziell bei Ralf auch zutrifft, zumindest für das, was ich so empfinde. Ich finde, dass wenn der Künstler was dazu sagt, was ich persönlich total mag, ist, wenn der Künstler so eine gewisse Backstory erzählt. Ich sag mal beispielsweise, Robin hat das vorhin gemacht bei seinem Bild in den Dünen. Warum sind wir da überhaupt zum Strand gefahren? Warum ist da überhaupt sowas in der Richtung? Finde ich das deswegen geil, weil mich bindet das total an den Künstler. Das heißt, wenn ich sowas erzähle, das ist ja auch so ähnlich wie wir, als wir beim Andreas Jorns waren für die Buchbesprechung mit der Kader, da wird ja nicht erklärt, wie die Kunst ist, sondern da wird ja erklärt, wie ist im Prinzip der Background. Und was der Ralf macht zum Beispiel auch, finde ich jetzt, und du machst das ja bei der Adventskalender auch ein bisschen, du erzählst so ein bisschen ja auch das Drumherum, was passiert, ne, wie ist so ein Bild vielleicht mal entstanden, nicht ISO-Blende Belichtungszeit, sondern zum Beispiel auch, was der André Cross erzählte von Emily. Die Erzählung, dass der die Fingerschmerzen, weil die da immer mit ihrem auf den Startblöcken steht, mit den Fingern, so, das finde ich 50.000 Mal geiler als eine künstlerische Interpretation. Und wenn man das macht als Künstler und zum Beispiel, wie es jetzt Ralf macht, YouTube so als Geschichtenerzählmedium nutzt, um Informationen zu vermitteln, die in dem Bild, wenn man es erstmal betrachtet, ja nicht drinsteckt, die aber auch nicht die Interpretation kaputt macht, sondern die einfach so ein bisschen Add-on liefert, wer da Interesse hat, dann finde ich das mega. Bei mich bindet sowas total bei den Leuten. Damit kann ich total connecten. Wenn ich halt weiß, okay, guck mal, jetzt ein gutes Beispiel wäre das Bild, was der Ralf mitgebracht hat. Weil da weiß ich sofort, das ist Bahnhofshalle, weil ich das anders gesehen habe, weiß ich sofort. Ne? Ja, ganz kurz, dein Mikro übersteuert irgendwie. Hast du da irgendwie lauter eingestellt als gerade? No, I didn't touch. Aber echt? Vielleicht rede ich lauter vor Begeisterung. Ja, das schlägt so besser? Immer noch nicht. Also, vielleicht höre ich das auch nur, aber ich höre dich so ein bisschen anschlagen. Wie ist beim Rest? Geht eigentlich. Carsten, mach mal deinen Rechner leiser. Okay. Nee, Carsten hat schon recht. Also ganz leicht übersteuert klingt es schon. Ja. Nichts an irgendwie. Ja. Ah, du hast ja auch Löffel auf der Ohren. Nochmal Zusatzlöffel. So nämlich, ja klar. So. Ich habe mir extra die Mütze weit runtergezogen mit dem dicken Plüsch. Mir ist egal. Okay, das ist dann auch so. Warte mal, ich guck mal. Ja. Das macht ja Zoom auch nochmal, dass es die Mikropegel ausgleicht. Keine Ahnung. Aber das finde ich zum Beispiel, sowas finde ich schön, weil du dann halt mehr Informationen bekommst, die dir irgendwas gibt, was du halt sonst nicht hast. Die reine Bildinterpretation finde ich jetzt gar nicht so dramatisch wichtig, also zu sagen, was man da so persönlich sieht. Weil das siehst du jetzt auch bei dem Bild, was ich mitgebracht habe. Der eine guckt es an, sieht was völlig anderes als ich selber. Auf die Idee mit der Reise bin ich trotz alledem nie gekommen, weil das nie die Intention war des Projektes.
für mich ging es ja darum, ich sehe da ja, weil das jetzt ein Freund von mir ist, da ist ein DJ, der steht da, der hat Kopfhörer, DJ. So, wahrscheinlich sind ganz viele Leute dabei, die sagen, ach, keine Ahnung, habe ich gar nicht gemerkt, dass der DJ ist, weil das laufen so viele Leute in der U-Bahn mit Kopfhörer rum. Keine Ahnung, könnte ich auch irgendwie Klößchen XY sein, der sagt, ja, ich habe jetzt Kopfhörer auf. Ne? Und deswegen finde ich zum Beispiel die Idee von einem Audioguide auch in einem Museum total cool. Aber eben dann, wenn es eben Zusatzinformationen gibt, dann finde ich das spannend. Weil, das bleibt mir persönlich jedenfalls geht so, mir bleibt sowas extrem hängen an Informationen. Aber ich mag das halt auch, ne? wenn du halt Hintergrundgeschichten hast, finde ich mega. Aber, also ich glaube, ich würde vielleicht sagen, Entschuldigung, Andreas, nur einen Satz dazwischen. Ich finde zum Beispiel, oder ich habe mich damit angefreundet, ich finde Titel gut. Also ich finde, wenn es einen Bildtitel gibt, das mag ich unheimlich. Und zwar, weil ich dann mitunter den Betrachter vielleicht im Extremfall in eine Richtung bringen kann. Dann kann ich jetzt sagen, okay, komm, beschäftige dich, sieh nicht zu viel in dem Bild oder zu wenig in dem Bild. Oder das war meine Intention beim Shooting oder beim Erstellen des Bildes. Und für mich ist es das und das, dem gebe ich jetzt den Titel. Aber die ganze weitere Interpretation, die finde ich, die darf dann ruhig, ob mir das gelungen ist mit dem Titel, fände ich spannender, wenn das einzig und allein dann beim Betrachter bleibt. Und beim Ralf, den würde ich jetzt auch dann nochmal in der Riegel so ein bisschen rausnehmen, weil das ist für mich so ein Gesamtkonzept, die Streetfotografie. Das kann so ein Gesamtkunstwerk werden, wenn man dann dahinter, wie der Ralf es mitunter macht, wie die Geschichte dazu zu diesem Bild entstanden ist. Weil das finde ich ja auch nochmal dann spannend oder spannender. Aber auch nur so meine persönliche Einstellung dazu, dass man widrige Umstände hatte oder so, die vielleicht nicht so klar sind. Die kann das Ganze vielleicht nochmal aufwerten. Aber dann immer nur noch um das Thema der Entstehung. Weil das Bild als solches würde ich überhaupt nicht, wünschte ich mir eigentlich gar nicht weiter zu erklären. Andreas. Also was mir spontan in den Sinn kommt jetzt gerade bei dem, ich vergleiche das mal mit den beiden Bildern von Ludger und von Ralle. Bei Ludger das Projekt heißt Wir für euch, ne? Ludger. Mhm. So. Ja. Das wäre, nehmen wir mal an, das wäre eine Ausstellung oder ein Bildband, also eine Publikation in der Form. Es würde einmal klar gemacht werden, es gibt dieses Projekt Wir für euch, du hast Menschen porträtiert, die im Lockdown halt ihre Probleme haben und die normalerweise das und das machen. Das wird einmal stellt euch diese Tafel am Anfang vor, in einer Kunstausstellung, wo ihr hingeht oder im Museum, da ist diese Tafel. So sehen wir ja auch grundsätzlich Ausstellungen. Ihr besucht die ja auch regelmäßig. Und dann würde unter dem Bild einfach nur stehen, was weiß ich, Hartmut 45 DJ, Ende. Das DJ ist vielleicht tatsächlich bei dem Bild sogar wichtig, weil ich hätte das jetzt anhand der Kopfhörer auch nicht entschlüsselt. Aber wenn du sagst, hey, das ist ein DJ-Kollege, das darf man ruhig darunter schreiben. Und den Rest und dann mit diesen Ortsschildern und so weiter, das ist halt super cool. Das ist halt so der Bonus in diesem Bild, wenn man sagt, da kriegst du eine Story. Oh, der fliegt normalerweise um die Welt und legt da auf oder so. Oder keine Ahnung. Boah, guck mal, ne? Der war sogar schon in Griechenland und hat aufgelegt, habe ich mir das eine Schild da gemerkt, 2200 Kilometer. Jetzt kann er halt gerade nicht, weil wegen Lockdown ist nicht. Das ist das eine. Bei Ralle habe ich spontan gedacht, als ich das Bild gesehen habe mit dem Titel Lockdown, dachte ich, oh prima, jetzt fange ich an zu überlegen, jetzt rattert's. Als Ralle es erklärt hat, war die Faszination weg. Also war sie wirklich weg. Er erzählt mir etwas von der Bahnhofshalle, ich sehe die nicht. Also das ist zum Beispiel eine Info, die brauche ich nicht, weil ich es nicht sehe in dem Bild. Und dann erzählt er mir noch so ein paar Dinge, die ich, also da ist so ein bisschen der Zauber weggegangen. Er würde das ja jetzt, also keine Ahnung, was er vorhat jetzt bei dem Bildband, vielleicht mag er ja gleich was dazu erzählen, aber ich würde es für gefährlich halten, zu jedem Bild so eine Geschichte zu erzählen. Wenn da wirklich nur drunter steht Lockdown, weil dann kommt nämlich der Aspekt bei diesem Bild, ich erinnere mich ja noch, das ist ja auch das, was mir sofort ins Auge gesprungen ist, diese Ketten unten an dem Klavier, wo glaube ich der Stuhl an das Klavier gekettet ist. Das hat ja auch so eine Symbolik. Ne? Ja. Lockdown, du nennst das Bild Lockdown, da ist diese Kette, wow, da fängst du an, dir einen Film zu schieben. Das finde ich super spannend.
Und in dem Fall, und da bin ich jetzt, André hat das ja auch gesagt, du läufst wirklich Gefahr, dir was zu nehmen, dich selbst oder das Bild selbst zu entzaubern. Mhm. Bin ich da also echt voll. Was ich an dem Bild von Ralf so toll finde, mit dieser Geschichte, dass dieser Klavierspieler sich im Lockdown das Klavierspiel beigebracht hat. Mhm. Nicht, wo das Bild aufgenommen wurde, sondern diese Geschichte über diesen Menschen. Genau. Wer ist das? Ne? Dass der quasi in der Zeit Klavierspiel gelernt hat. Das war, fand ich halt so ja, sehr bewegend. Mhm. Ich kann dir da schon folgen, Andreas. Also da kann ich gar nichts zu sagen. Also da muss ich dir wir hatten schon mal eine ähnliche Diskussion mit einem deiner Bilder, ne, wo wir da so auch auf den Punkt gekommen sind. Ne? Ja. So, was du quasi deine Intention und weil es ja dein Erlebnis war und du mir meine Interpretation völlig in den Arsch gemacht hast nach der Erklärung, wie ich es quasi gesehen habe dann so. Ne? Und dann gesagt habe, also das kam auch schon mal vor, ne? Da hatten wir auch schon mal die Diskussion. Das Problem ist halt nur, oder das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Fotografie, es gibt da kein richtig und falsch. Ne? Das, was ich sage, ist jetzt wirklich eine persönliche Einzelmeinung und ich weiß noch nicht mal, ob die mehrheitsfähig ist. Weißt du? Es kann gut sein, dass viele das ganz anders sehen. Da stehst du dann da als Künstler. Ne? Du musst selber halt überlegen, du musst es halt so machen, wie du es selbst richtig findest. Ja, also es ist ja so, dass die meisten Menschen, die meine Fotos sehen, ja, meistens, weil sie irgendwo hängen oder von mir aus auch irgendwo digital, also die meisten, die nicht einen Schritt weitergehen oder in so einer internen Gruppe, wie wir jetzt gerade sind, die werden die Story dahinter wahrscheinlich nie erfahren. Mhm. Allermeisten Leute. Ja. Denn es ist immer nur ein ganz bestimmter Teil, der sich dafür interessiert. Genau. Und ich habe mittlerweile festgestellt, also ich mache gar keine große Vernissage mehr oder sowas. Das brauche ich irgendwie gar nicht mehr, sondern ich mache es meistens so, dass ich nach der Hälfte der Ausstellungszeit oder irgendwie kurz vor Ende zu so einer Art Führung, Rundgang einlade. Und da kommen genau die Leute hin, die ehrliches Interesse an mir und an meiner Vision haben. Mhm. So, und die Leute, und das ist so meine Erfahrung der letzten Jahre, die hole ich volle Pulle ab. Die sind voll drin und die kriegen dann nochmal so eine extra Ebene. Und das Gros an Menschen, die nehmen die Bilder einfach so wahr, wie sie einfach sind. Genau. Und das, was ich nochmal kurz sagen will, das mit dem Audio-Guide, ne, da dürft ihr jetzt mal nicht meinen, dass da jeder irgendwie im Vorbeigehen mal eben sein Smartphone ranhält. Nein, da haben wir in Deutschland richtig was verpasst. Also, es ist ja so genial wie einfach eigentlich. Ja. Es macht kaum jemand. Wundert mich sowieso. Und darum habe ich gedacht, komm, mach das einfach mal, weil gerade dieser Aspekt, Story und noch eine weitere Ebene, mach das doch einfach. Nee, macht aber keiner. Ich glaube, das liegt aber daran, dass die meisten keine Kopfhörer mit haben, oder? Nein, ich glaube halt einfach, dass das ist schon Special Interest, würde ich mal so sagen. So, die Leute gucken, gehen dann vorbei und dann kommen ein paar vielleicht Kunstinteressierte, bleiben mal hängen, fotografieren sich das Titelkärtchen mit dem Code übrigens, wundern sich, dass da irgendwie jetzt der Safari aufgehen will oder irgendwas. Keine Ahnung, was das sein soll. Gehen dann weiter. Ja. So ist das leider. Weil die Technik doch gar keiner versteht. Ne? Ja, ganz genau.
Ganz klar. Das kommt, glaube ich, mit dazu. Das ist ja sowieso so ein Faszinosum, diese ganzen QR-Codes und so weiter. Finde ich tatsächlich auch, dass das wahrscheinlich die meisten Leute nicht so direkt verstehen. Ich stelle jetzt mal eine kühne These auf, einfach in dem Zusammenhang. Ich glaube, dass mit jeder Ausstellung, die jemand Virale zum Beispiel zusätzlich macht, mit jedem Buch, was der Andreas macht, und mit jedem Fotoprojekt, was ich auch selber mache, desto weniger ist es, also desto weniger hat man selber das Bedürfnis, die Fotos zu erklären. Ich glaube, das Bedürfnis, ja, erstmal Fotos zu erklären, ja, ist ein Bedürfnis, was automatisch kommt, wenn man selber unsicher ist. Weil man selber nicht weiß, ob derjenige A, das versteht, ob der das verstehen kann. Und zwar, also nicht verstehen im Sinne, will der das verstehen, sondern im Wille von, ist meine Arbeit gut genug, um so ein Statement zu machen. Beim Ralf zum Beispiel ist es so, dass ich persönlich finde, die Bilder, die ich jetzt kenne, ich bin da jetzt kein Freak, der jedes Bild kennt, aber ich persönlich finde immer, die Bilder sind für sich so auf dem Punkt, dass ich sagen kann, die bedürfen erstmal keinerlei weiterer Begründung. Ich finde es aber cool, wenn ein Künstler das macht, wie ich es eben schon gesagt habe, wenn es mir eine Zusatzinformation gibt, die muss jetzt gar nicht zu dem Bild, zu der Interpretation künstlerisch gehören, sondern ich finde es schon geil, wenn er mir einfach erzählt, ach, weißt du was, an dem Tag, ich war in Lissabon, das Wetter war scheiße, ich hatte keinen Bock rauszugehen, das ganze Setting war Müll und da habe ich trotzdem, hat meine Frau gesagt, weißt du was, geh raus, du gehst mir auf Nerven und dann habe ich dieses Foto gemacht. Die Geschichte, da könnte ich mich in 20 Jahren noch dran erinnern, finde ich mega geil. Und ich glaube einfach, dass das so ein bisschen dieser Prozess ist, in dem sich jeder von uns auch befindet. Ich habe das ja eben erzählt bei mir, wenn du mich letztes Jahr gefragt hättest mit Porträtfotografie, hätte ich gesagt, was habe ich mit Porträtfotografie zu tun? Da gibt es genug hier in der Runde, die machen das richtig gut. Und warum soll ich jetzt der Nächste sein, der das macht? Jetzt sage ich, ja, bin ich denn doof? Warum habe ich das vorher noch nicht gemacht? Was für ein Quatsch. So, ich habe die Kamera hier stehen, ich habe das Objektiv hier stehen. Den Blitz habe ich auch. Jetzt habe ich noch zwei mehr Blitze als vor einem Jahr. Super. Warum mache ich das nicht? Und ich glaube, das ist einfach diese extreme Entwicklung. Und mit jedem Projekt, was du machst, mit jeder Bestätigung, die du auch kriegst, natürlich von den Leuten, die das gucken, desto mehr wirst du auch selbstsicherer in dem, was du machst. Ich merke das vielleicht noch etwas mehr als ihr, weil ich das noch nicht ganz so lange mache. Aber mittlerweile merke ich das eben auch bei Produktionen für Kunden, dass ich sage, ja, das kriegen wir hin. Also dass vorher nicht die Frage steht, wie machen wir das, sondern steht die Frage, jo, das machen wir schon, das kriegen wir hin. Ob es dann top of the notch ist, warten wir mal ab, das wird man dann schon noch sehen. Aber zumindest weiß ich, das kriegt man hin. Und ich glaube, beim Künstler ist es nichts anderes. Nur, es ist halt nicht so schick, das vielleicht so zu formulieren, weil dann geht so ein bisschen dieses künstlerische dieser Mystery-Faktor weg. Aber ich finde halt, gerade wenn du eine Ausstellung machst, der Ralf hat ja schon ein paar gemacht, oder auch bei einem Buch, aber gar nicht, beim Buch ist noch gar nicht so stark, aber bei einer Ausstellung ist noch stärker, weil auch der Kostenfaktor viel größer ist. Die Bilder, die da landen, sind meistens echt eine Essenz. Das ist dann wirklich so the final. Und da ist eigentlich fast jedes Bild. Ich weiß noch, ich kannte ja den Ralle gar nicht. Der Carsten hat mich mitgeschleppt auf die Ausstellung damals in Dortmund. Ich weiß gar nicht, ist das Johannes Hospital? Oder was war das damals? Ja, Johannes. Das war das Klinikum, meine ich, ne? Klinikum Dortmund, irgendwie sowas. Klinikum ja, Dortmund irgendwie in der Mitte, genau. Und ich kannte den Künstler nicht, ich kannte die Bilder überhaupt gar nicht. Es gab Salzstangen und ein bisschen Knabbergebäck, das fand ich gut. Allerdings. Das war fantastisch. Damit kannst du mich schon mal gewinnen. Aber davon losgelöst waren einfach die Bilder für sich, da war jedes Bild für sich einzeln, das stand für sich. So, egal was du da gesehen hast. Und das ist doch das Tolle an Kunst allgemein, übrigens auch bei Musik. Es gibt Leute, die finden in einem Musikstück, sehen die da 45 Ebenen, 46 Geschichten und überhaupt war das ganz toll. Oder wie ich es öfters auch sage, als jemand, der früher selber Musik produziert hat und DJ war, oh, ist geil produziert, ist so ein Spruch im Freundeskreis, den wissen die schon. Ja, ich habe das mal über Münchner Freiheit gesagt, weil die damals in den 80er Jahren, die haben die modernste Studiotechnik zur Verfügung gehabt, die es gab, 48.000 Spuren. Trotzdem ist natürlich Münchner Freiheit eine Musik, die du nicht mögen musst. Und deswegen ist seitdem bei uns im Freundeskreis, wenn die irgendwas Kacke finden, sagen die, aber ist bestimmt geil produziert. So sieht es halt jeder unterschiedlich. So, ja. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ist doch scheißegal. Es ist Kunst, solange es den Leuten gefällt und dich. Das merken wir doch jetzt im Lockdown. Also, wenn ich etwas für mich auch gemerkt habe, ist, wie wichtig Kunst, Kultur, all diese sind, weil es einem einfach mal einfachen Blick weg vom Alltag gibt, auf was Schönes, auf was anderes, auf etwas, was man nicht selber macht, ob es ein Film ist, eine Musik
Oder eher, ja. was du gerade gesagt hast, Andreas, mit dem Auflegen und Vinyl. Ich habe jetzt neulich zu meiner Frau gesagt, ich hätte mal Bock, so wie der Carsten Nachlied das gemacht hat mit digital, ich hätte mal Bock, meine Turntables rauszuholen und mal wieder einen digitalen Vinylmix zu machen mit irgendwelchen Schallplatten. Willkürlich 20 Platten nehmen aus der Plattenkiste, genau. Daraus einen Mix machen. So, das ist Kunst, finde ich voll geil. Und das ist, ja. Also wenn es so etwas gibt im Jahr 2020, was uns dieses Jahr auch zeigt, wie wichtig das alles ist, ja. Weil ich glaube, das vergisst man ganz oft vor lauter Infektionszahlen und irgendwas. Das ist einfach cool. Ich finde, dass eigentlich ist es fast schon ein geiles Schlusswort, aber ich möchte das noch, weil ich das so wichtig finde, was du gerade gesagt hast, möchte ich das nochmal betonen. Wir sind ja jetzt klar ausgemacht als nicht besonders systemrelevant. Ne? Das haben uns jetzt ja alle ganz klar aufgezeigt, denke ich mal, durch die ja, nicht stattgefundenen Hilfen. Aber was wir doch gemerkt haben, und nicht nur wir selbst, sondern ich glaube alle, wie wichtig das doch eigentlich ist. Auf einmal finden keine Konzerte mehr statt. Es gibt keine Live-Veranstaltungen mehr. Gar nichts mehr in jedweder Form. Du kannst nicht mehr in die Stadien gehen zu Sportveranstaltungen. Okay, das ist jetzt Sport, ein anderer Schnack. Aber lass es mal bei dem ganzen Thema Theater, Musik, Kino, all das. Alles das, was weggefallen ist. Und das fehlt uns doch massiv. Also, mein Gott, was lechze ich nach dem ersten Konzert, auf das ich wieder gehen kann. Ja, und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen so geht und die auch erkannt haben, hey, ohne das wird es echt ganz schön düster. Ja. Und in Bezug auf Kino will ich mal hinzufügen, wie doof sind denn bitte die Filmfirmen, die jetzt alle überlegen, statt die Filme im Kino zu zeigen, die alle auf Netflix zu zeigen. Seid ihr blöd? Ist das nicht unglaublich, was da gerade passiert? Also das verstehe ich noch nicht mal im Ansatz, wirklich. Also ich muss hier mal ganz kurz zwischenfunken. Also wir warten immer noch auf das Bild des Jahres vom Kasi, oder? Oh! Richtig. Oder? Ach ja, stimmt, das ist auch wieder recht. So, ja, hast du nichts am Start? Nur mal so. Weißt du, woran das liegt? Weil der Carsten... Wenigstens einer, der aufpasst. Weil der Carsten, ich dachte, das wäre schon gewesen. Der Carsten hat es nicht per E-Mail geschickt, hat mir aber gesagt, das liegt in einem Ordner, den wir in der Dropbox haben. Völlig korrekt. Oh. So. Aber ich habe es ja trotzdem parat. Ich hatte das Wort Schlusswort hörte. So. Ja, ja, also Schlusswort, das ist doch erst 23.09. Ja, das kenne ich sogar. Sehr schön. Podcast-Titel. Oh Mann. Ja, ich sag jetzt mal... Du hast sie also gehortet. Du bist also... Ja. Ich binde mir jetzt mal hier den Künstlerschal direkt nach hinten. Ist definitiv was für den Arsch, glaube ich. Ehrlich. Und als ich dich gehört habe, als der Ludger gesagt hat, wir brauchen das Bild des Jahres, ging es mir vielleicht so wie euch auch, dass ich gesagt habe, ich habe tolle Fotos gemacht, die ich mitunter nicht zeigen darf oder zeigen kann. Und dann fiel mir aber ein, das war ein Thema, was mich das ganze Jahr über beschäftigt hat, was mich gewundert hat, wirklich, wirklich gesellschaftlich gewundert hat und amüsiert hat. Und da fiel mir das gemachte, gestellte, na klar, hier inszenierte Podcast-Bild auf irgendeiner Folge am Anfang. Und das war dann spontan für mich der Gedanke, wo ich das habe. Ich musste lange suchen, bis ich es gefunden habe in meiner grenzenlosen Ordnung hier. Und das ist mein Bild des Jahres. Ja. Möchtest du das erklären, Carsten? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es erklären muss. Ja, ich habe noch Störgefühle mit den Haushaltsrollen. Die erklär mir doch bitte mal. Und die waren einfach nur zur Aufwertung und quasi Lückenfüller, weil ich zu der Zeit eben noch kein Klopapier gehortet habe. Das ist der Plan B, wenn der Klopapier alle ist. So, ich weiß und, ja. Aber Carsten, wer du bist, du gehörst zu den Menschen, das ist, darum sprechen die Bilder, wir sind ja unsere kleine Runde, darum kann ich jetzt vielleicht darüber sprechen. Auch gesellschaftlich gab es die Problematik in den Kläranlagen, dass Menschen tatsächlich sich mit Zebrapapier den Arsch gewischt haben und die in die Toiletten geschmissen haben. Und das führte dazu, dass die erhebliche Probleme haben.
Also dieses Bild ist ein solch hochwertiges, wertvolles, gesellschaftliches, kritisches Bild. Ja. Und wie ich finde dann, wer sich damit auskennt und wer sich damit beschäftigt hat, bedarf es keiner Erklärung. Ja. Na? Also das war mein Thema. Gesellschaftskritik par excellence. Par excellence. Und, darf ich mal kurz einhaken, weil ich habe gerade geguckt, welche Podcast-Folge es war. Und es war die Folge 87 mit dem Titel Hamster und anderer Alltagsirrsinn. Der Knaller ist aber, dass das die Folge war vom 4. März 2020. Und mein Folgentext dazu war, Glück auf, der Virus ist da, wenn auch nicht bei uns. Trotzdem gibt es einiges zu berichten. Das finde ich lustig im Nachhinein. Alter, das war ja gerade so prophetisch, weil am 4. März war noch gar keine Toilettenpapierhysterie in dem klassischen Sinne. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das kam erst später, da hast du prophetische Fähigkeiten bewiesen. Ich möchte mich da nicht weiter beweihräuchern, lasst es einfach auf euch wirken. Krass. Großartig. Manchmal braucht halt nicht viel. Und ich hatte jetzt gedacht, an dem Stuhl, den du da gerade hast, hättest du uns jetzt noch ein anderes Foto präsentiert. Aber das kannst du ja noch nicht zeigen, wahrscheinlich, weil es erst auf dem Buchcover erscheinen muss. Ja. Wann kommt das raus? Aber ich muss tatsächlich auch sagen, dieses Bild wäre auch nicht mein Bild des Jahres gewesen. Sondern das war ein technisch gutes Bild, was meinen Ansprüchen voll entspricht. Aber ja, aber Carsten, das ist so ein bisschen so ähnlich, habe ich ja auch gedacht. Ne? Das hat eine gewisse Symbolik und repräsentiert dieses Jahr halt einfach ganz gut. Deswegen habe ich auch das Massenporträt gewählt. Ja. Und soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen, Andreas, das erinnerte mich auch, als ich das dann hatte, da fiel mir wieder unsere alte Geschichte ein auf Usedom, wo wir alle uns gequält haben oder alle Fotografen haben sich ja gequält und haben die geilsten Bilder rausgesucht, die tollsten Modelle. Und da ging es ja darum, du hattest uns ja berichtet, wir sollten doch keine Einzelbilder fertigen, sondern eine Strecke. Ja. Und alle haben natürlich dann schöne Frauen, die da waren und Modelle, die sich da fotografieren ließen, in verschiedenen Posen gezeigt oder aus verschiedenen Winkeln. Und ich hatte ja mit der Niki dann so ein ganz Dingen gemacht. Ich habe sie ja vor dieses Volleyballnetz gestellt und dann musste sie ja bei gefühlten -3 Grad sich einfach komplett ihrer Sachen entledigen und ich habe immer wieder ein Bild gemacht. Ne? Das war dann meine Strecke, bis sie dann auf Knien gelegen hat, nur noch im Slip oder so und hat mir dann den Stinkefinger gezeigt. Ich erinnere mich. Jetzt wieder. Und wo du gesagt hast, warum, und ich, das war aber mein Backup. Ich habe ja auch dann mich so der anderen hingegeben, der Philosophie, da geht der Ex-Freund durchs Bild und dieser deprimierte Ausdruck. Alles war scheiße. Und du sagtest sofort, warum hast du, Idiot, das Ding nicht gezeigt? Das ist genial. Ja, das war wieder diese Selbsteinschätzung und so ein bisschen mit dem Strom schwimmen eigentlich. Ne? Aber das Tolle war, das hast du ja dann auch erkannt und hast gesagt, hast du ein Stativ mitgehabt? Das war ja auch noch so geil, ne? Bei jedem Weiterklicken des Bildes war tatsächlich noch das Volleyballnetz. Genau. Das hat sich nicht einmal nach oben unten verwendet, obwohl Niki ja immer wieder sich ausgezogen hat. Wie Daumenkino war das dadurch. Ne? Und an die Geschichte habe ich mich dann heute auch erinnert, wo ich gesagt habe, eigentlich ist genau das mein Bild des Jahres. Ja, so viel dazu. Sehr schön. Klasse. Bevor wir jetzt, wir haben 23.15 Uhr, wir schaffen vielleicht den Podcast-Rekord von Freitag zu knacken. Meine Frau ruft schon nach mir. Ach so. Was ist denn der Rekord? Frage ich mal so. Also wir hatten ja jetzt am Freitag 4 Stunden, die haben wir ja geknackt. Ja. Und wir haben um, glaube ich, 5 Minuten nach 6 angefangen. Ich weiß gar nicht so genau, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ja, von daher haben wir noch ein paar Minuten, die kriegen wir noch gefüllt. Eine Schlussfrage an alle, passt doch. Weihnachtsgeschichten zum Ende noch vorlesen. Also damit wir weihnachtlich werden. Das Gedicht vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob das einer kennt nachher. Also die Geschichte vom Lametta, die würde ich dann, könnte ich noch vortragen. Ja, mach das mal. Darf ich auch noch mal einen vielleicht in die Runde werfen, weil ich ja eigentlich bei unserem Live-Chat hier das gesagt habe, dass ich ja jetzt seit letzter Woche dein Sternkind-Fotograf bin. Ne?
Ja, da wollte ich jetzt nur, genau. Da wollte ich mir nur. Ach, da warst du schon raus? Ah, okay. Ja. Ja, genau. Da bin ich ja aufgenommen Respekt. Worden. Mhm. Und ich habe da, was der absolute Wahnsinn war, ich bin ja jetzt halt, ich habe ja eine App, ich habe meinen Kreis hier, in dem ich binde oder wo ich in einen Alarmkreis, in dem ich mich befinde. Und da geschah es so, dass ich ja quasi am Donnerstag dann meinen Ausweis unterschrieben habe hier und mich angefangen habe, im Forum durchzulesen, Abläufe etc., mich auch mit Bildern mal zu beschäftigen. Erklär doch mal kurz bitte, was Sternkinder sind. Sorry, ich wollte dich unterbrechen, aber es werden viele nicht kennen. Erklär doch mal kurz, was das ist, bitte. Dein Sternkind ist eine Organisation, die hat sich Deutschland und Österreichweit organisiert, um Menschen, um Eltern oder Müttern, die, wir sagen da, stille Geburten haben, diese Kinder zu fotografieren. Und das sind jetzt, das ist völlig wertfrei von irgendwelchen Beurteilungen der Situation, sondern es sind natürlich ganz normale stille Geburten, die aufgrund von Gesundheitsproblemen entstehen, aber es können auch andere Gründe da eine Rolle spielen, das hinterfragt keiner, sondern die Eltern oder auch die Krankenhäuser mittlerweile, Hebammen, die wissen um diese Organisation, die ist voll ehrenamtlich, also du hast, na klar, voll Ehrenamt, die Kosten, die da entstehen, Bilder versenden etc. pp. Und Fahrzeiten, das machst du aus Überzeugung. Mhm. Und dieser Kreis ist dann so aufgebaut, dass dann diese Alarme, wenn halt feststeht, dass eine Geburt da ist oder ein Kind geboren wurde, dass in den entsprechenden Kreisen alarmiert wird. Und dann geht's los, dass man versucht, im Forum, klickt man sich ins Forum ein. Also ich habe eine Alarm-App, die dann dementsprechend mich alarmiert. Dann reagiere ich sofort, ob ich überhaupt kann zum Beispiel oder ob ich gar nicht kann, du hast sofort die Auswahl. Dann gehe ich sofort ins Forum und lese mich dann ein, worum es geht. Und da hast du dann schon sehr wertvolle Hinweise, um welche Schwangerschaftswoche sich handelt, die Örtlichkeit, das Krankenhaus, aufgrund von Corona Zutritt gewährt, Eltern da etc. pp. Und das ist so der Hintergrund. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich immer da auf der Suche war mit der Fotografie, was wirklich vielleicht Nützliches zu machen. Mhm. Und habe auch, glaube ich, die Kraft im Vorfeld, mich damit beschäftigt, habe auch die Kraft gehabt zu sagen, ich glaube, ich könnte das, diese gerade geborenen und stillen Geburten fotografieren, auch die Kinder, weil ich könnte es zum Beispiel nicht, wenn wir auf einer Palliativstation fotografieren oder krebskranke Menschen, die schon ihr Leben haben und wo viel mehr dran ist schon, wo viel mehr, noch mehr Zuneigung erleben und so weiter. Das würde mich fertig machen, weil ich selber eine Tochter habe oder Menschen um mich herum habe. Wir können alle noch erkranken, wir können alle noch einen Unfall haben und das würde mich, glaube ich, mehr beschäftigen. Bei der Geschichte ist es so, dass ich nur bei den Eltern bin und ich finde, ich habe von der inneren Überzeugung, finde ich es halt, den Eltern was zu geben, was die sich mitunter auch später ankommen. Und es gibt nichts Geileres und Besseres als Erinnerung, als ein Foto, als diesen Moment festzuhalten. Das machen wir ja eben halt in unserem täglichen Geschäft. Und hierbei finde ich es halt so stark, wir handhaben das dann auch so, dass den Eltern im Prinzip völlig freigestellt ist, wann die Kraft haben, wann die das möchten. Mhm. Und da die Gesellschaft oder da diese Institution ja auch schon einige Jahre existiert, hat man halt auch schon die Erfahrung, dass Eltern manchmal nach einem halben, nach einem Jahr oder zwei Jahre sich die Bilder erst anschauen. Aber dann schaffen die Bilder es sogar an die Wand. Und das finde ich bemerkenswert, weil die sagen dann, die bleiben dann in der Familie. Das ist ein Teil unserer Familie. Und dieses Dingen, also Applaus erntet man da in den seltensten Fällen, wenn man da rausgeht. Weil du kommst genau in die Situation rein, du bist im intimsten Moment da. Und ich kann da jetzt auch schon so viel vorgreifen. Ich hatte jetzt am Wochenende, es war also ganz, 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 eine ganz wirre Situation. Ich hab an diesem Wochenende 4 Einsätze gefahren. Ach du liebes. Ich bin am Donnerstag angemeldet worden und ich bin am Freitag gefahren nach Münster. Ich bin am Samstag gefahren nach Datteln und hatte dann mich freiwillig gemeldet, weil ich jetzt als Wochenende frei hatte.
Bei den anderen beiden stand es an, dass die nachts eventuell auch kommen. Hab dann quasi so erstmal bis um 2:30 so auf der Couch gelegen, bin dann ins Bett und kriegte dann den Call um 7:30 am Sonntagmorgen und bin dann nach Münster gefahren und auf dem Weg dahin, ich bin zum ersten Call gefahren, kam dann die Nachricht, dass auch die zweite stille Geburt da war. Und das war schon krass, wenn du so sagst, ey, Münster 4, ne? Das ist also auch selten, kommt auch nicht alle Tage vor. Aber ich will jetzt auch, für euch ist es vielleicht jetzt befremdlich, ich bin schon, merkt man vielleicht, so in dem Thema drin, ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe das Gefühl, ich mache genau das Richtige, das ist meins. Ich rede mit den Eltern, die Situation, ich kann die einschätzen, das ist eben halt auch vielleicht, das muss man natürlich können. Ja. Ich rede mit den Kindern, die haben bis auf eins haben die Namen. Ich spreche die mit Namen an. Ich habe, was ich überhaupt erstmal mir gar keine Gedanken gemacht habe, ich frage dann die Eltern, ob ich die Kleine, den Jungen auch nehmen darf, anfassen darf. Die sind komplett damit einverstanden, also die sind völlig safe, die fühlen sich wohl, dass jetzt jemand da ist und vielleicht sogar ein bisschen Ablenkung da reinbringt. Ja. Die wissen natürlich um den Umstand, die haben sich ja auch selber gewünscht, dass die Fotos gemacht werden. Ich drapiere die Kinder, ich lege die Kinder, ich nehme die kleinen Ärmchen und mache dann so und mache dann halt Fotos in verschiedenen Perspektiven, Situationen und mache auch immer Bilder, für mich jetzt so, habe ich schnell gelernt, für die Wand. Das heißt also, und Kinders, ich kann euch sagen, ich habe am Sonntag dann das zweite, war die 14. Woche. Und wenn ihr euch vorstellt, was die 14. Woche ist, es ist im Prinzip alles trotzdem da und es muss nur wachsen. Aber dann ein Bild zu machen, wo man sagen kann, das könnte an die Wand kommen. Also das ist dann eingepackt gewesen, fast wie ein Paket mit einem Schleifen drum. Ich habe in dem Fall quasi dann oben einen Kopfanschnitt genommen. Es ist ja fast wie so ein Alien halt dann so von der Optik her. Ne? Aber ich habe den Anschnitt genommen und habe es den Eltern so in die Hände gelegt. Und das ist ein so tolles Bild, dass auf einmal alle drei vereint waren. Und diese Herausforderung, ey, das ist... Es ist die Situation, die Thematik für die Eltern ist eine ganz andere. Die ist überhaupt jetzt, steht so gar nicht zur Debatte, diese Trauer und dieses Gefühl. Alles klar. Aber den Moment da zu kriegen und das zu kreieren, macht mir eine solche Freude, den Eltern die Hoffnung zu haben, dass die hinterher das feiern können und dass die da so die Erinnerung dran haben. Also wer sich damit beschäftigen möchte, soll auf die Seite gehen, dein Sternkind. Und vielleicht sich da mit bewerben. Es ist völlig frei, du musst da nicht hin, du kannst dich versuchen. Es fragt dich keiner, warum du nicht fährst, warum du nicht willst. Aber ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige und wertvolle Arbeit, die man in dieser Situation Eltern geben kann. Und aufgrund dieser schlimmen Umstände, dass ich jetzt echt 4 Fälle hatte, und im Münster ist ja dieser runde Turm gerade in der Uniklinik, du gehst dann aus der einen Tür raus. Und ich fragte dann nur am Counter und ging in die übernächste Tür rein. Das war eine Situation, da hast du gesagt, ey, Alter, was geht hier angekommen? Weißt du? Also, wie bist du da drauf gestoßen? Ich wusste das, ich habe schon vor 3 oder 4 Jahren von dieser Organisation gehört, von Dein Sternkind. Und habe aber da nicht die Traute gehabt so und die fotografische Sicherheit nicht. Also selbst vor 4 Jahren, 3, 4 Jahren, als ich es gehört habe, hätte ich mir nicht zugetraut, irgendwo reinzugehen, nicht an meine Kamera oder an die Technik zu denken, sondern nur empathisch zu sein oder die Situation zu bewältigen mit da trauernden Eltern natürlich oder fertigen Eltern, mich zu umgeben und dann noch Fotos zu machen. Also da war ich noch nicht so weit. Und jetzt habe ich ein Interview gehört mit einem der Organisatoren der ganzen Geschichte, und habe mich sofort am nächsten Tag angemeldet. Ja. Ganz großen Respekt, Carsten. Wirklich toll. Wir haben lange drüber gesprochen, vorher schon telefoniert oder auch hier gesessen. Echt den Hut vor. Ich kann den Punkt immer ein bisschen verstehen, wo man sagt, man macht nachher nur noch seinen Job. Also man will das Bestmögliche an Bildmaterial liefern. Situationen, die dann kommen, ich glaube, die wirst du nie planen können. Man weiß nie, auf was für Eltern man trifft. Also die Herausforderung finde ich riesig. Ich ziehe da echt den Hut vor.
Und ich weiß, dass du da schon auch von der Art her, wie du bist und empathisch, wie du bist und wie du mit Menschen umgehen kannst, da echt schon eine echte Bereicherung bist. Und fetten Respekt. Also definitiv. Mhm. Ich hatte jetzt im Sworn-Magazin Nummer 7, war das, glaube ich, da ist der Gründer von Dein Sternenkind interviewt worden. Und da war ich sehr, sehr beeindruckt, wie er dazu gekommen ist und wie wichtig diese Tätigkeit der Fotografen ist. Der Kai Ebel, ne? Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Ich glaube, ja. Aber ich konnte es für mich... glaube ich, nicht machen, weil ich so sensibel bin. Also ich könnte, ich glaube, ich würde diese Distanz, die man sicherlich ein Stück weit auch braucht, ne, ich würde die, glaube ich, nicht hinkriegen. Mhm. Die Martina hat so ein bisschen so formuliert, das fand ich eigentlich ganz gut, weil du selber kannst dich ja ein bisschen schlecht einschätzen. Und ich hatte ja schon, man weiß auch nicht, was mir jetzt vielleicht in 1, 2, 4 Wochen mit mir so passiert oder so. Aber ich meine, ich habe jetzt auch schon wieder hier natürlich einen Tag und Nacht drüber geschlafen. Und sie hat, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt hat, das Einzige, was ich oftmals, weil ich ja mal Polizist war, wird mir ja so viel unterstellt, dass ich keinen Alkohol trinke und so eine Kacke wegen Fahren und alles Bullshit. Das Einzige, was ich, glaube ich, aus dem Polizeialltag mitgenommen habe, dass ich dort auch lange Jahre Einsätze gefahren bin, wo du auch nie wusstest, was dir passiert. Mhm. Du wusstest nie, was vor Ort war. Du wusstest bei Verkehrsunfällen, bei Toten, du wusstest nie, was dich erwartet. Mhm. Und ich habe das immer gut bewältigt und habe das auch nie mit nach Hause genommen, sondern für mich war das so der Job und ich weiß, wenn ich diesen Job mache, habe ich mit Elend zu tun und mit Leid. Mhm. Und da du aber auch nie so in diese auf diese persönliche Ebene runterkamst, also ich habe jetzt auch gehört schon, dass einige sogar noch dann mit den Eltern, dann da sind auch Freundschaften entstanden oder gute Bekanntschaften entstanden. So, wenn ich ehrlich bin, möchte ich eigentlich meinen Job da machen, den so gut wie möglich, und dann bin ich fertig damit. Ja, verstehe ich. Dann habe ich, that's done. Dann bin ich damit raus, weil ich mich damit dann nicht belasten möchte. Ja. Ne? Wenn später mal irgendwann mal eine Reaktion kommt, dann Undank oder sonst irgendwas, das wäre ja nochmal so on top der Applaus oder die Belohnung dafür, dass du sagst, guck mal, gut, dass du dich dafür entschieden hast, gut, dass du an dem Tag für die da warst und auch in dieser ganzen Gruppe der Fotografen und der ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter da ein Teil gewesen zu sein, aber das würde mir dann eben halt reichen. Ne? Ja. Gut ab. Klasse, Carsten. Dann würde ich doch sagen, sollen wir noch mal auf den Ludger warten und die Weihnachtsgeschichte. Ich finde, offen gestanden, hier passt jetzt nur noch die Weihnachtsgeschichte hinterher. So, ne? Ne? Ja. Denke ich. Lock hat auf jeden Fall noch mal ein bisschen das Thema. Also ich bin kein guter Redner und kein guter Vorredner, aber ich kann dann versuchen, zu meinen besten Möglichkeiten hier was abzuliefern. Aber der Ludi darf noch kommen. Ludi ist geflüchtet. Da musste man wahrscheinlich Wasser lassen. Ja, nicht, aber schon weggegangen ist. Ein alter Kerl. Sextanerblase. Ich weiß nicht, kennt einer die Geschichte von Lametta? Die kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Nicht sicher. Nee. Also es ist ein Autor, ist nicht bekannt. Also, wie heißt denn der Autor? Ist nicht bekannt. Also ist, ach so, okay. Mir nicht so bekannt. Ja, nicht bekannt heißt er. Nicht mit Vornamen und bekannt. Aber auf den Ludger warten wir mal. Wenn wir auf den Ludger warten, habe ich euch schon erzählt, dass ich dieses Jahr zu Weihnachten das erste Mal ein Weihnachtsgeschenk basteln darf. Oh. Wen darfst du denn beglücken? Ja, Frau und Tochter. Oh, aber du darfst jetzt nicht erzählen, was du haben oder warum? Wir gehören dieser Generation an, die sagen, wir schenken gerne, wir werden gerne beschenkt und so, wir schenken uns nichts, das machen wir nicht. Und da bin ich jetzt am Arsch, weil selbst Amazon kann mir nicht den Arsch retten. Und das heißt jetzt noch morgen und übermorgen wacker was basteln. Du kannst meine Werkstatt, vielleicht kann ich davon berichten. Wenn du noch einen Raum brauchst, meine Werkstatt ist frei. Ja, vielleicht komme ich drauf zurück. Dein Ludi ist wieder da. So. Ludi, wir waren so weit, dass wir sagen, wir machen jetzt so die Weihnachtsgeschichte und dann verabschieden wir uns in die Nacht. Haben wir beschlossen. Ich guck mal auf die Uhr. Lies.
Lese er vor. Also die Geschichte von Lametta. Weihnachten naht, das Fest der Feste, das Fest der Kinder, Fest der Gäste. Da geht es vorher hektisch zu, von früh bis Abend keine Ruhe. Ein Hetzen, Kaufen, Proben, Messen, hat man auch niemanden vergessen. So geht es mir, keine Ahnung habend, vor ein paar Jahren, Heiligabend. Der zudem noch Sonntag war, ich saß gerade bei der Kinderschar, da sprach mein Weib, tu dich nicht drücken, du hast noch einen Baum zu schmücken. Der Einspruch meistens mir nichts nützt, habe ich schon geschwitzt, der Baum gestutzt, gebohrt, gesägt und in den Ständer eingelegt. Dann kamen Kugeln, Kerzen, Sterne, Krippenfiguren mit Laterne. Zum Schluss, ja Himmel, Wetter, nirgends fand ich das Lametta. Es wurde meiner Frau ganz heiß und stotternd sprach sie, ja, ich weiß, im letzten Jahr, da war es arg verschlissen, darum habe ich es arg weggeschmissen. Und in dem Trubel dieser Tage, bei Arbeit, Mühe und Plage, vergaß ich Neues zu besorgen. Ich werde was vom Nachbarn borgen. Die Nachbarn links, rechts, drunter, drüber, die hatten kein Lametta über. Da schauten wir uns an verdrossen, die Läden sind ja auch geschlossen. Hör zu, wir werden heuer haben einen Baum, altdeutscher Stil, weil mir Lametta nicht gefiel. Da gab es Heuler, Schluchzen, Tränen und ich gab nach den Schmerzfontänen, hört endlich auf mit dem Gezeter, ich krieg einen Baum mit viel Lametta. Zwar konnte ich da noch nicht begreifen, woher ich nahm die Silberstreifen, doch grad als ich sucht mein Messer, da ließ ich Hengstenberg Mildessa. Es war ein Sauerkrautreserve, die kombiniert mit Messerschärfe, hier liegt die Lösung eingebettet. Das Weihnachtsfest, es ist gerettet. Schnell wurde der Deckel aufgedreht, das Kraut gepresst, so gut es geht, zum Trocknen einzeln aufgehängt und dann geföhnt und versenkt. Den trockenen Streifen sehr geblichen, mit Silberbronze eingestrichen. Auf beiden Seiten Silberkleid, oh Freud und Christenheit. Der Christbaum war eindeutig schön. Wie selten hat man ihn gesehen. Zwar roch süß sauer zur Bescherung, geruchlich gab es eine Überquerung, weil mit Benzin ich wusch die Hände, mit Nitro reinigte ich die Wände, dazu noch Räucherkerzen und Myrrhe, der Duft der Menge leicht verwirrte. Und jemand sprach still, verwundert, ihr riecht's nach technischem Jahrhundert. Eine Woche drauf, ich saß gemütlich im Sessel, las die Zeitung friedlich, dem Bauch voll Feiertage Reste, es war wieder Sonntag und Silvester. Er sprach, mein Weib, du weißt Bescheid. Es kommt heute zur Abendzeit Schulzes, Lehmann und der Meier zu unserer Silvesterfeier. Wir werden leben wie die Fürsten. Es wird Sauerkraut mit Wiener Würstchen. Ein Schrei ertönt, entsetzt sie schaut. Am Christbaum hängt mein Sauerkraut. Vergessen, Neues zu besorgen. Ich werde links, rechts, drunter, drüber bei den Nachbarn schauen. Die haben leider keines über. Da schauten wir uns an verdrossen, die Läden waren ja auch geschlossen. Und so ward wieder ich der Retter, nahm ab vom Baum das Lametta. Mit Terpentinöl und Bedacht habe ich das Silber abgemacht, das Kraut dann gründlich durchgewässert, mit reichlich Essig noch verbessert, dazu noch Nelken, Pfeffer, Salz und Curry, Ingwer, Gänseschmalz. Dann, als das Ganze sich erhitzte, das Kraut dann funkelt und blitzte, da konnte ich nur nach oben flehen, lass den Kelch an mir vorübergehen. Als später dann das Kraut serviert, ist auch Folgendes passiert. Als eine Dame niesen musste, sah man aus ihrem Näschen sprießen 1000 kleine Silbersterne. Mach's noch einmal, ich seh's so gerne. So rief man ringsum, hocherfreut, die Dame wusste nicht Bescheid. Franziska Lehmann sprach zum Franz, dein Goldzahn hat heute Silberglanz. Und einer, der da musste mal, der rief, ich habe einen Silberstrahl. So gab nach dieser Krautmethode
so manche nette Episode. Beim Heimgang sprach ein Gast zu mir, es hat mir gut gefallen hier, doch wäre die Wohnung noch viel netter, hätte der Weihnachtsbaum Lametta. Ich konnte da gequält nur lächeln und mir noch frische Luft zu fächeln. Ich sprach und klopfte ihn aufs Jäckchen. Im nächsten Jahr, da kaufe ich 100 Päckchen. So. Also das habe ich nicht erwartet jetzt hier noch. Aber ich bin wirklich hoch erfreut und finde das irgendwie einen wunderbaren Abschluss, ehrlich. Ja. Ich finde das ganz toll. Absolut. Richtig schön besinnliches Gedicht, ja. Absolut. Sehr schön, Carsten. Dem Anlass absolut angemessen. Ja. Hattest du das vorgenommen oder hast du das? Nein, ich hatte das letztens so einen Stammtisch hier von unserem festlichen Unternehmerkreis, da hat das einer vorgetragen. Ich sagte, ich fand das mega. Hab versucht herauszufinden, wer es war. Gibt echt keinen Autor, aber ich fand es mal erfrischend anders. Ja, absolut. Das müssen wir uns für nächstes Jahr, ist ein anderer dran mit einer Story. Ja, ich muss ja mehr vorübergehen, wie war es gerade im Gesicht, ja. Ja, Freunde. Eine schöne Runde mit vielen Themen, weihnachtlich so 10%, aber definitiv wieder mal eine schöne Runde. Ja, auf jeden Fall. Egal. Also ich sende mal von hier aus schon mal aus Oerkenschwick in die Runde. Euch schöne besinnliche Feiertage, genießt die Zeit, bleibt gesund und ich glaube, ein bisschen ruhig ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht für uns oder das mal zu genießen. Also ich bin gar nicht schlechter Dinge in diesem Weihnachten, auch wenn es ruhig und besinnlich wird, ein bisschen ruhiger wird, kein Stress und so weiter. Bleibt alle gesund. Ich freue mich, euch wiederzusehen, gesund und munter im nächsten Jahr, egal was kommt. Wir wuppen das. Von Erkenschwick aus schöne Grüße, frohe Weihnachten, bleibt gesund. Ciao, ciao. Auch von mir. Auch du hast doch gar nicht gesagt, bleibt uns gewogen. Was ist denn da los? Was denn bleibt gesund und bleibt uns gewogen. So. So kann ich nicht arbeiten. Gut. In diesem Sinne mache ich jetzt Aufzeichnungsende. Ludi, vielen Dank, ciao. Anas. Alles und Liebe, alles Gute. Schöne Grüße. Tschüss. An eure Partner. Ciao. Haltet die Ohren steif. Ja. Nicht nur das.